Leute, ich begrüße euch mal wieder zu einer weiteren Folge von meinen Pokémon Challenge Runs und zwar dieses Mal zu einer weiteren Hardcore-Nuzlocke, denn es geht heute um Pokémon Kristall und um eine weitere Tabu-Lock. Ich habe sowas schon von einer ganzen Weile mal hochgeladen, in der ersten Generation, und das kam sehr gut an und deswegen dachte ich mir, gibt es dazu jetzt mal einen Nachfolger und wie das ganze Ruleset von der Tabu-Lock funktioniert, das werde ich jetzt mal erklären. Es galten zunächst mal die ganz normalen Regeln von Hardcore-Nuzlockes, das bedeutet, ich durfte pro Gebiet ein Pokémon fangen, wenn Pokémon im Kampf sterben sollten, sind sie für immer verloren und naja, wenn ich einen Kampf verliere, ist der Run instant gescheitert, ohne einen zweiten Versuch. Und zudem herrscht natürlich mal wieder die Species Clause, die Legendary Clause, es sind noch weitere brokene Pokémon verboten, die den Run quasi nur schaden würden, weil sie es zu leicht machen würden und ich darf auch mal wieder keine Items nutzen in Kämpfen. Also die ganzen Regeln, die ihr von mir gewohnt seid. Allerdings kommt hier jetzt noch die Tabu-Lock-Regel dazu und die macht das Ganze um ein Vielfaches schwieriger. Die ist echt brutal. Nach jedem erfolgreichen Arena-Sieg durfte mein Livestream-Chat einen Typen voten und den durfte ich nicht mehr spielen. Das bedeutet, wenn sie beispielsweise Wasser gewählt haben, wurden alle Wasser-Pokémon, die ich derzeit besaß, gelöscht und ich durfte nie wieder Wasser-Pokémon im gesamten Run einfangen. Und das galt natürlich auch für Dual-Types. Wenn es also insgesamt 8 Orden im Spiel gibt, dann wird irgendwann praktisch der gesamte Pokédex aussterben und es gibt nicht mehr viel, was man finden kann. Und es können dann noch sehr viele Encounter in der Wildnis versiegen, weil man gar nichts mehr erfolgreich encountern darf. Ich hatte aber, um dem entgegenzuwirken, in jeder Wiese zumindest noch einen zweiten Versuch, wenn der erste Encounter einem Typen entsprochen hat, den ich nicht fangen durfte, um das Ganze nicht zu unmöglich zu machen. Es war definitiv kein leichter Run, wir dachten uns aber, wir machen es noch härter und sollte ich die Liga erfolgreich schaffen, also sollte ich wirklich so weit kommen, da wird noch ein neunter Typ rausgevotet. Natürlich kann ich in der Kanto-Region nicht insgesamt dann 16 Typen rausvoten, das wird nicht funktionieren im Postgame, aber ein neunter Typ, das wäre doch noch ganz witzig, dachten wir uns. Aber gut, ich würde sagen, wir starten jetzt mal mit dem heutigen Challenge Run und ich denke, die Meta, die sollte relativ klar sein, oder? Ich musste versuchen, wenn es geht, Pokémon zu finden, mit möglichst seltenen Typen, damit meine Zuschauer die nicht so gerne rausvoten. Und ob das funktioniert hat, das werdet ihr jetzt sehen. Und ich werde das Ganze auch mal wieder mit Livestream-Ausschnitten untermalen, damit ihr quasi live dabei sein könnt. Das Ganze wird aber heute kein Zweiteiler. Ich werde das alles in einem XXL-Part hochladen, als kleines Special für euch. Und wir starten natürlich auch dieses Mal mit der Wahl meines Starter-Pokémon und ich kann euch sagen, dass sie war eine der schlechtesten Starterwahlen, die ich in Pokémon Kristall jemals erlebt habe. Ich hatte hier die Auswahl zu Beginn zwischen Ledian, Kabuto und Kabutops. Ich meine, was sind die Odds? Ich habe mich natürlich für Kabutops entschieden, im Wissen, dass Wasser vermutlich sowieso sehr schnell rausgevotet wird, weil es halt ein extrem häufiger Typ ist, aber das war zumindest halbwegs spielbar. Und ich habe das Pokémon dieses Mal nach meinem Zuschauer Karl benannt. Und ihr wisst Bescheid, Freunde, wenn ihr auch mal wollt, dass ich halt ein Pokémon nach euch benenne, dann schreibt das sehr gerne unter den obersten angepinnten Kommentar, weil da könnt ihr euch dafür bewerben und das finde ich immer sehr cool. Dann ging es allerdings schon los mit dem ersten Kampf gegen den Rivalen und der hatte jetzt logischerweise nur ein Pokémon. Und ich würde generell empfehlen, bei Nuzlocke den ersten Kampf nicht wirklich zählen zu lassen, weil der natürlich reines RNG ist. In meinem Fall hatte ich aber sogar Glück. Und der Rivale hatte nur einen Kleinstein, was ich sogar mit Kabutops Absorber einfach vierfach effektiv angreifen konnte. Das konnte mir also nichts entgegensetzen. Als dann aber natürlich das Tutorial abgeschlossen war, habe ich jetzt versucht, einige Pokémon zu fangen, um mir ein halbwegs solides Team zu bauen. Und ich habe dann Folgendes gefunden. Ich habe hier ein Muschas bekommen, ein Owei, ein Porenta und später noch ein Nocturne. Und diese Auswahl hier war relativ interessant. Muschas ist ein weiteres Wasser-Pokémon und wird dementsprechend auch bald rausgevotet vermutlich. Und Porenta ist normal Flug und dementsprechend auch nicht so toll. Owei allerdings war mit Pflanze Psycho extrem vielversprechend, weil es recht seltene Typen sind und Kokowai ist theoretisch extrem mächtig. Einen Blattstein aber kann man erst später finden. Nocturne wiederum war absolut genial. Kampf-Monotype ist relativ selten und auch gar nicht mal so spielstark. Also wollte das mein Chat garantiert erstmal nicht rausvoten, es war also durchaus eine Bereicherung fürs Team. Ich bin dann aber auch sofort direkt in die erste Arena gegangen, ohne noch ein sechstes Pokémon zu fangen. Und das ist ein Motiv, was wir heute noch häufiger sehen werden, man sollte sich Encounter aufsparen. Denn desto mehr Encounter ich vorziehe, desto mehr können die Bans von den Zuschauern extrem wehtun, wenn die mir beispielsweise drei Wasser-Pokémon oder so einfach so auf einen Schlag weghauen aus meinem Team.
Ich habe also recht häufig Encounter aufgeschoben und ob sich das gerecht hat, das werdet ihr noch sehen. Aber jetzt erstmal zu Falk. Okay, wir kommen zu Falk, dem ersten Arenaleiter. Der hat nur 2 Pokémon. Ich habe aber kein richtiges Team. Das könnte sich rächen. Denn er hat ein Entei. Okay. Er hat ein Entei. Allerdings besitze ich ein Kabutops. Okay, das wird richtig hart, weil es hat sogar Biss. Es kann Kabutops tatsächlich angreifen. Ja, Sandwirbel. Da gibt's gar keine Diskussion. Sandwirbel-Spam. Jeder Silberblick, der eingesetzt wird von Entei, ist ein riesiges Missplay, weil er kann nur speziell angreifen. Biss. Minus 2. Ich denke, wir kriegen das in den Griff, weil wir mit Sandwirbel geleadet haben, wie geplant. Minus 3. Er wird gleich nicht mehr treffen. Hoffe ich. Er trifft einfach jedes Mal, okay. Wir spielen hier die Beere, in weiser Voraussicht. Ich hatte ein schlechtes Gefühl für den Kampf. Rein statistisch lohnt sich, glaube ich, der 5. Sandwirbel nicht mehr. Okay, sehr schön. Schnabel, bitte töte mich nicht. Ich mache 1 Strich Schaden, oh mein Gott. Biss geht daneben. Wir kommen halbwegs klar mit Porenta. Ich bin sehr dankbar über Porenta. Wenn die Arena vorbei ist, wird zum ersten Mal ein Typ rausgebotet und es wird dann wahrscheinlich ja, normal Flug oder Wasser treffen, schätze ich mal. Dann könnte Porenta weg sein. Aber mal gucken. Nochmal Schnabel. Oh, jetzt haben wir wirklich Glück. Hat sehr schlecht angefangen, aber ich bin gerade auch sehr dankbar, dass wir die Beere gespielt haben. Ich habe ja noch nicht unbegrenzte Beeren. Wir gehen auf 14. Flinchen leider. Okay, das ist jetzt sehr unlucky gewesen. Jetzt ist Porenta praktisch nichts mehr wert. Und es war das schwache Pokémon von Falk. Was ist sein Level 9er? Sind nicht safe voll entwickelt. Wir sind noch nicht auf Level 30 hier. Okay, aber das hat kein Moveset, glaube ich. Eine Idee wäre an der Stelle auf Nocturne zu gehen für Kometenhieb. Weil es immer 1 KP Schaden machen würde. Aber wenn wir an Wickelt sterben, habe ich ein riesiges Problem. Theo darf nicht draufgehen. Wichtigstes Pokémon bisher. Ich werde versuchen, mit Karl dagegen zu gehen. Wenn Karl hier sterben sollte, ist es okay, weil Wasser wird sowieso auf Dauer nicht im Team bleiben dürfen. Vielleicht kann ich ja durch Zufall mit Absorber 2 Damage machen. Okay, machen wir uns an der Stelle nicht lächerlich. Wickel 1 KP, aber zwischen den Runden bekommen wir wie viel Schaden? Auch nur 1 KP. Okay, ich dachte, das sind dann 2 oder 3 KP. Wunderbar. Nee, da ist es okay. Dann kann ich mit Kabutops gut dagegen gehen. Da wird es so lange dauern. Okay, nach 20 Absorbern stehen wir jetzt hier. Hat nur 10 Jahre gedauert, aber tatsächlich ist Potrot fast tot. Er spammt immer noch Wickel jede Runde. Ich habe erstaunlich wenig Schaden genommen, also Absorber hat hier schon sehr gut gecarried. Ist aber auch das ein oder andere Wickel scheinbar daneben gegangen. Wir haben noch ein paar Striche zu machen. Ich denke, nach 2x Kratzer ist er jetzt tot. Er hat mehr KP, als ich dachte, ehrlich gesagt, auf Level 9. Ich hatte gehofft, er hat weniger. Weil die Verteidigungswerte sind ja insane von Potrot, aber der KP-Stat ist nicht insane. Ansonsten wäre das Pokémon doch praktisch unbesiegbar. Außer durch Toxin und Co. Imagine, er hätte einen Trank. Nee, alles gut. Falk hat keine Tränke. Wir sind safe. Und damit wird ein Typ rausgevotet und ich schätze, es trifft normal, Flug oder Wasser. Alles gute Optionen für euch eigentlich. Dass mir hier wirklich Falk direkt in der ersten Arena sofort ein Entei reingedrückt hat, war schon ein bisschen dreist. Aber gut, ich konnte das zumindest hier über Sandwirbel von Porenta ganz gut besiegen und Potrot ebenfalls. Das wird uns aber jetzt auch schon zum ersten Bann und ich habe jetzt den Wassertyp verloren. Und das ist hier richtig bitter. Ich habe sofort Kabutops und Muschas nicht mehr spielen dürfen und generell ist Wasser einer der häufigsten Typen im gesamten Spiel. Dieser Bann wird im gesamten Playthrough wehtun und Wasser-Pokémon sind auch generell extrem spielstark für Nuzlocke, einer der besten Monotypes. Die im gesamten Playthrough niemals wieder zu haben, ist wirklich bitter für mich gewesen. Das hieß aber natürlich auch, dass ich jetzt wieder neue Pokémon gebraucht habe und deswegen habe ich jetzt mal wieder ein bisschen was encountert. Und ich habe dann ein Dodo gefunden, ein Pichu, ein Ledybar und ein Lorblatt. Und das war gut und schlecht. Dodo war mal wieder nicht so interessant, weil ich hatte ja schon Porenta und normal wird eh bald rausgevotet, das war mir klar und Ledybar ist unspielbar.
Aber Pichu kann später zu Raichu werden, wenn ich einen Donnerstein bekommen sollte. Und das Ding ist Mono-Elektro, also ein relativ seltener Typ, der auch gleichzeitig sehr spielstark ist. Aber noch besser ist halt Lorblatt. Lorblatt wird später zu Meganie und das ist ein Mono-Pflanze-Pokémon. Sowas gibt es im gesamten Pokédex der zweiten Generation fast gar nicht. Und es ist gleichzeitig auch noch das Beste seiner Art. Wesentlich besser als beispielsweise ein normales Tangela. Es wird später extrem bulky sein und es ist einer der besten Funde, die ich haben konnte. Ich war sehr, sehr dankbar dafür. Dass ich dann aber wirklich gar nichts weiteres mehr gefangen habe, weil ich sparsam sein wollte, hätte sich dann fast gerecht. Weil ich musste dann in den Fleckmon-Brunnen, um gegen einige Team Rocket-Rüpel zu kämpfen. Und einer davon hatte ein Lugia auf Level 9. Und es hat hier bereits die Attacke Luftstoß. Seine anderen Pokémon waren irrelevant, aber das Ding hier war richtig gruselig. Ich war natürlich krass überlevelt, weil es halt nur ein kleiner Rüpel war, die sind immer schrecklich gelevelt in Gen 2, aber die Luftstöße sind trotzdem brutal und haben auch eine erhöhte Crit-Rate. Ich konnte hier aber gezielt einen Luftstoß abfangen mit Purenta und Sandwirbel rauslegen und dann konnte ich hier in Nocturne wechseln und in Dodo und dann später in Pikachu für eine Donnerwelle. Und so konnte ich die Luftstöße hier einfach PP-stallen und Lugia dann praktisch in den Verzweifler zwingen. Und zusammen mit dem Sandwirbel und der Donnerwelle hat es dann auch praktisch gar nicht mehr angegriffen. Ich konnte hier dieses Lugia irgendwie in den Griff bekommen, aber das war schon sehr, sehr gruselig. Und wenn das nicht bei einem unterlevelten Rüpel gekommen wäre, hätte ich hier definitiv Pokémon verloren. Ich habe aber hier taktisch meine Pflanzen nicht eingewechselt, weil es mit meine wertvollsten Pokémon waren. Auf die habe ich Acht gegeben. Natürlich gab es aber auch in Azalea City noch richtige Bosskämpfe gegen beispielsweise den Rivalen. Und den habe ich jetzt zuerst gemacht, vor der Arena, weil der im Schnitt schlechter gelevelt war. Und das war auch eine gute Sache für mich, weil deswegen vor dem Rivalen nicht noch ein Typ rausgebottet werden durfte. Der Kampf hier war aber trotzdem ziemlich spannend. IKEA Red möchte kämpfen mit einem Incognito. Das könnte natürlich jetzt... Achso, warte, die haben glaube ich immer Kraftreserve-Kampf, ne? Ich glaube, der hat immer Kraftreserve-Kampf. Wir gehen mal rein mit Schnabel. Bleiben drin. Wenn's neutral ist, dann habe ich recht, vermutlich. Okay, es ist nicht Kraftreserve-Kampf. Es ist tatsächlich gerandomized. Dann habe ich mich geirrt. Hieß es nicht mal, die haben immer Kraftreserve-Kampf, wenn die kommen? Naja, wie auch immer. Crit mattert nicht. Wir gewinnen gegen Incognito. Das war sowieso das schwächste Pokémon von ihm. Zweites Pokémon ist... ein Endgegner. Despotar. Habe ich dagegen überhaupt Moves? Naja, ich muss halt kämpfen mit Lorblatt im Zweifel. Er hat keine Gesteins-Coverage. Ich mache erstmal einen geschmeidigen Sandwirbel an der Stelle. Die Early Game Meta mit Porenta. Und wir nehmen 5 Schaden. Das heißt, mit Biss bin ich wahrscheinlich tot. Wir gehen raus. Ich meine, Theo hätte gegen Biss nichts zu befürchten, würde aber angechippt werden extrem und hat keinen Kampfmove, also relativ pointless. Wir gehen also hart in Ben rüber, was sehr unangenehm sich anfühlt. Okay, das ist ein huge Miss. Wir gehen auf Rasierblatt. Screech ist ein absolutes Missplay, der hat keinen physischen Move. Und ich habe keine Trefferquote, toll. Biss trifft. Erst nicht flinchen. Okay, Gott sei Dank. Hier in Flinch und ich hätte ein riesiges Problem. Wir machen keinen Schaden. Boah, ich muss jetzt eine große Entscheidung treffen. Also es gibt jetzt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass wir 22 Schaden nehmen, aber wir dürften nur 21 nehmen, zu einem sehr hohen Prozentsatz. Oder 0, wenn er misst. Mist nicht. Das ist zu viel. Und wir missen. Oh mein Gott, ist das schlecht. Okay, aber der Sandsturm lässt nach. Okay, das war mir nicht klar tatsächlich. Gott sei Dank, das hat jetzt Lorblatt am Leben gehalten, aber unser Problem bleibt bestehen. Wir gehen in Horlick. Ich hatte gerade so ein bisschen den Gedanken im Kopf, der natürlich falsch ist, dass ein Sandsturm endlos ist, weil man das von Despotar aus Gen 3 gewohnt ist. Aber der wurde ja manuell gesetupt, es gibt ja hier nicht die Fähigkeit, die endlos dann ist.
Ja, Furienschlag. Jeder Strich zählt. Bitte mal eine 5er-Chain. Das waren nur 3. Egal, wir gehen jetzt in Porenta. Und die Idee ist, so viele Sandwirbel noch drauf zu kriegen, wie es geht, Schadensbegrenzung zu betreiben. Screech Misplay, wunderbar. Sandsturm. Minus 3. Die Beere triggert sich immerhin. Es geht daneben, okay. Ihn runter zu chippen wird halt jetzt ein gewisses Problem werden. Es wird langwierig und schwer. Mach noch einen Sandwirbel, ganz ehrlich, komm. Und Biss macht so viel, dass Porenta stirbt. Oder hört der Sandwirbel auf? Der Sandsturm? Nee, ne? Nee. Das ist aber okay. Wie gesagt, Normal und Flug werden eh bald rausgebaut. Die muss ich nicht auf Kampf am Leben halten. Das ist in Ordnung. Gut, jetzt muss ich gut überlegen. Es kommt halt noch ein Pokémon. Bärtlor. Für Paralyse. Und dann kann ich neutral mit Donnerschock angreifen, immerhin. Der Sandsturm ist jetzt gleich weg. Bitte mehr als einen Strich Damage, danke. Oh Gott. Das ist wirklich keine angenehme Situation, aber Despotar wird jetzt in seinem Leben nicht mehr glücklich werden mit der Genauigkeit und dem Para. Von daher ist das, denke ich, in Ordnung. Wenn es dabei bleibt, die normalen Flug-Pokémon zu verlieren, dann ist mir das ehrlich gesagt ziemlich Wayne. Das wäre in Ordnung. Wenn jetzt aber hiernach noch ein gefährliches Pokémon kommt, dann kann ich nicht gewinnen. Donnerschock? David gegen Goliath, ja. Muss jetzt Wertlauer drin lassen bis zum Ende. Damit ich im Zweifel mit Paralyse-Optionen vom letzten Pokémon stehe. Und das letzte Pokémon ist Giftpuder. Das ist ganz cool. Wir gehen auf Tackle weg, würde ich sagen. Oberes Egelsamen wäre jetzt gerade geil gewesen, natürlich gegen Despotar, aber das wäre halt mit Biss One-Hit gewesen. Meganie. Ach du Scheiße, bist du stark. Meganie ist durchaus auch ein Problem. Wir gehen rüber auf Horst und wallen Meganie so ein bisschen. Razor Leaf macht jetzt wenig. Macht immer noch viel tatsächlich. Sandsturm wütet. Das ist ganz gut für uns eigentlich, weil da wird Meganie ein bisschen angechippt. Ein bisschen viel sogar. Hypnose. Und dann maybe der Hartwechsel in Nocturne? Mache ich jetzt einen Hartwechsel in Nocturne? Ich glaube, ich muss fast schon. Ich meine, ich könnte einen Hartwechsel natürlich in Ben machen und Giftbruder rauslegen, aber ja, wobei, das würde nicht mal funktionieren. Das würde nicht mal funktionieren. Es wäre obviously keine Option. Keine gute zumindest. Kometenhieb. Werden outspeedet. Wie viel Schaden machen wir? Warum kein Egelsamen? Ja, wer kennt nicht die Egelsamen auf Pflanzen-Pokémon? 1, 2, wow. Übernimm dich nicht, Theo. Nicht alle Schadenspunkte auf einmal, bitte. Wäre jetzt hier ein Wechsel angebracht, ist die Frage. Ich könnte theoretisch wechseln, dann würde er wahrscheinlich hoffentlich noch eine Schlafrunde haben, da könnte ich eine neue Hypnose rauslegen, versuchen. Und dann wieder in Theo gehen und dann nochmal richtig durchziehen mit Theo vielleicht. Ich mach das, ich gehe in Horst. Der Run ist gerade auf der Schwelle des Todes. Schläft tief und fest. So, will ich jetzt Staccato? Ich denke, ich sollte Staccato machen. Okay, gut. Da er noch weiter geschlafen hat. Jeder KP zählt. Das ist erstmal alles gut. Ja, nett. Nett, nett, nett. Einfach gratis Schaden. Jetzt Hypnose. Schade, ich hätte Staccato machen sollen, aber das kann man nicht wissen. Es war das perfekte Play. Hypnose.
Razor Leaf. Für Crit. Wow. Lächerlich. Also sagen wir es so, wie es ist. Wenn wir jetzt hart in Dingens gehen, haben wir verloren. Ich muss Hypnose drücken. Ich muss Owei aufgeben. Das ist schade ein bisschen, aber das ist eigentlich okay. Das ist nicht das Pokémon, was unbedingt überleben muss. Theo ist derjenige, der unbedingt überleben muss. Kometenhieb. Heuler. Macht's nicht wirklich besser, muss ich sagen. Kometenhieb 1. Netter Crit. 2. 3. 4. 5. Das war nicht schlecht, Theo. Nochmal bitte sowas. Razor Leaf macht wie viel? Weniger als Hälfte, gut. 1. 2. Bitte, Theo. Bitte, Theo. Reiß dich zusammen. 3. Rasierblatt. Oh, ich kann es nochmal überleben. 1. 2. Komm schon. Nein, es reicht nicht. Erfolgung trifft safe. Bitte kritte nicht. Bitte kritte nicht. Bitte kritte nicht. Oh mein Gott! Okay, alles gut. Alle Wichtigen haben überlebt. Psycho wäre sowieso irgendwann geflogen, vermutlich. Und Normal und Flug auch. Ist okay. Niemand für den Challenge Run essentiell ist letztendlich gestorben. Dieser Kampf hier war eine absolute Vollkatastrophe. Despotar im Early Game ist absolut unfair, aber ich habe das irgendwie brechen können. Und zur Belohnung kam noch ein Meganie, was halt auch noch mega tanky ist. Und da ist dann leider Owei weggebrochen. Ich meine, Dodu und Porenta, da wäre ich nicht so traurig drum gewesen, weil es eh sehr häufige Typen sind. Aber Pflanze, Psycho, Owei zu verlieren, was bald zu Kokowei geworden wäre, tut richtig, richtig weh. Es war aber das richtige Play, das dort zu opfern, alles andere hätte den gesamten Run gefährdet. Ich meine, Nocturne wäre ja auch gerade fast gestorben, der Run war fast zu Ende. Ja, und das hat jetzt natürlich für mich bedeutet, dass ich neue Pokémon encountern musste, um irgendwie wieder Fuß zu fassen. Aber ich hatte ja noch Encounter. Und ob ihr es glaubt oder nicht, Leute, ich habe dann eiskalt Simsala gefunden, einer der besten Encounter, die irgendwie möglich wären. Ich habe einen Rabauz gefunden, was ich entwickeln könnte zu Kikli oder zu Capoeira, also das ist definitiv erlaubt. Ich habe ein Visenior bekommen, ein Urtrigaria, ein Glumanda und ein Nidoking. Macht euch nicht lächerlich, natürlich habe ich das nicht alles gekriegt. Simsala hat sich sofort wegteleportiert in der ersten Runde und war instant verloren. Visenior habe ich weggecrittet über Pikachu beim Fangversuch, was absolut lächerlich war, mit Range. Und Nidoking ist nach über 20 Bällen nicht drin geblieben und ich musste den Fangversuch abbrechen. Ich habe also effektiv nur Rabauz, Urtrigaria und Glumanda bekommen und das war jetzt nicht die krasseste Ausbeute. Wie gesagt, Kikli oder Capoeira könnten später relativ spielstark sein. Und Glumanda kann man zu Glutexo machen und das ist Monofeuer. Klar, Glurak ist nicht so toll, weil es auch Flug ist, was recht häufig vorkommt, also das könnte rausgewotet werden, aber Monofeuer ist erstmal eine gute Sache. Tja, und dann musste ich zu Kai gehen, dem zweiten Arenaleiter, und ihn herausfordern, ohne richtiges Team. Aber dort hatte ich dann ausnahmsweise mal Glück. Der hatte hier nur einen Farbeagle ohne Moveset, ein Raupi und ein Blutzuck. Das heißt, dieser Kampf hier war ausnahmsweise mal geschenkt und ich wurde einmal so ein bisschen geschont. Trotzdem wurde aber natürlich danach wieder ein Typ rausgevotet und das war dieses Mal der Typ Gift. Und Gift könnte jetzt erstmal relativ random wirken, weil ich davon nur ein Pokémon hatte und zwar Urtrigaria. Ich kann euch aber sagen, das war die beste mögliche Wahl von meinen Zuschauern. Gift ist generell in der ersten und zweiten Generation extrem verbreitet, also ein unglaublich häufiger Typ, schaut euch mal den Pokédex an, und diese ganzen Pokémon sind jetzt allesamt weggefallen, und Urtrigaria ist auch verdammt krass. Das Ding kann später zu Sazenia werden, sobald ich einen Blattstein habe, und das geht ab Dukatia City theoretisch schon, und Sazenia kann Schlafpuder, und es ist wirklich sehr, sehr krass. Es war also durchaus ein cleverer Vote und ein langfristig gut geplanter Vote. Ich war also stolz auf die Zuschauer, ich hätte es nicht anders gemacht. Dadurch, dass jetzt aber natürlich nicht so viel rausgevotet wurde, musste ich auch nicht so viel encountern, um mein Team wieder voll zu bekommen. Und ich habe dann sogar nur ein Pokémon gecatcht, und zwar in Razaf. Und dieser Fund hier war sehr, sehr lucky.
Es war schon wieder ein Monokampf-Pokémon, was man halbwegs benutzen kann. Versteht mich nicht falsch, Razaf, will man eigentlich Nuzlocke nicht verwenden, es gibt sehr viel Besseres. Aber im Rahmen dieser Challenge hier war das erstmal ein super Pokémon und ich habe damit weitergespielt. Und ich bin dann halt mal wieder, sehr risikoreich, sofort in die nächste Arena gegangen von Bianca, weil ich wusste, die hat nur zwei Pokémon und die ist für gewöhnliche Nuzlocke kaum ein richtiger Bossgegner. Was ich aber nicht kommen gesehen habe, ist folgendes. Es gibt bei dieser Arena hier einen Pflichttrainer, den man nicht skippen kann. Und der hat nur ein Pokémon, das ist aber auch nicht unterlevelt. Und dreimal dürft ihr raten, was er hatte. Es war ein alter Bekannter. Okay, wir sind bei einer Random-Trainerin in Biancas Arena und die hat einen Lugia mit 5 Luftstößen. 5-mal Luftstoß. Erhöhte Crit-Rate. Step. Legendäres Pokémon. Ben hat keine Chance dagegen. Theo und Nico haben auch ein Problem. Damien könnte es wegstecken. Ronny ist halt ein Ladybug. Das könnten wir wegschmeißen. Ja, okay, das ist dann mein Play. Dann stirbt hier erstmal Ladybug, ist okay. Das ist relativ Wayne. Bodyguard. Wir können Superschall probieren, schätze ich. Klappt aber nicht, schade. Bis dann, Ronny. Bis zum nächsten Mal. Schade. Rüber in Wertlor. Dann ballern wir erstmal Charme oder erstmal Donnerwelle? Erstmal Charme, ne? Luftstoß. Ist der Run jetzt tot? Damien. Rauchwolke. Dritter Luftstoß. Aber muss für Theo gehen, ist mein schlechtestes Kampf-Pokémon. Ja, Donnerwelle wäre natürlich lost gewesen, aber hat sowieso keine Rolle gespielt. Pikachu ist gestorben. Kopfnuss. Trifft jeden Luftstoß. Ja, Nico. Bodyguard, okay. Wir werden halt jetzt riesige Probleme kriegen. Ich meine, die beiden wichtigsten haben überlebt. So habe ich es drehen können, aber weiß jetzt nicht genau, wie es weitergehen soll, um ehrlich zu sein. Silberblick. Wir müssen jetzt sehr, sehr gut überlegen. Ich hau ihn auf das Mindeste runter. Der Crit gegen Pikachu war schon wirklich sehr, sehr lächerlich. Karateschlag. Alles klar. Raserei wahrscheinlich besser dann, ne? Ja, ist beides ähnlich scheiße. Ist beim Raserei. Lugia resistiert halt vierfach und hat die Überverteidigungswerte. Lugia ist sehr unfair. Lugia ist sehr, sehr unfair. Raserei. Aber zumindest hat es den Run nicht beendet. Wir können weiterspielen. Es sieht jetzt sehr, sehr, sehr schlecht aus für uns. Dieses verdammte zweite Lugia hier hat meinen Run einfach in zwei Hälften gerissen. Viel schlimmer hätte es nicht kommen können. Ich meine, ja, ich habe das Ding irgendwie besiegen können, aber es hat einfach Ladybug, Pikachu, Glutexo und Nocturne in den Tod gerissen. Ich hatte jetzt kein Mono-Elektro mehr, ich hatte kein Mono-Feuer mehr und ich habe ein Kampf-Pokémon verloren. Viel schlimmer hätte es wirklich nicht kommen können. Ich meine, klar, zumindest hatten Lorblatt und Razaf überlebt, aber das hat trotzdem richtig wehgetan. Und dann musste ich natürlich panisch weitere Pokémon encountern, um mich irgendwie auf den Kampf gegen Bianca vorzubereiten. Dort ist aber dann eine Sache passiert, die wirklich ein Segen war. Ich habe ein Magnetido gefunden und dann auch noch ein Togetic und ein Mauzi. Scheiß mal auf die beiden letzteren, die sind Typ normal, die werden vermutlich eh bald rausgevotet. Aber Magnetido ist perfekt. Elektrostahl ist eine sehr, sehr besondere Typenkombination aus seltenen Typen,
Und Magneton ist generell eines der stärksten Pokémon der gesamten ersten beiden Generationen. Es hat unglaublich viele Resistenzen und ist ultra spielstark. Ich wusste, sobald sich das entwickelt, muss der Chat das rausvoten, denn ansonsten könnte ich damit wirklich extrem viele Pokémon wallen. Und wenn die Zuschauer beispielsweise Elektro oder Stahl rausvoten müssen, dann fehlt ihnen später ein anderer Typ, den sie nicht rausgevotet haben, und das ist gut für mich. Tja, und dann bin ich gegen Bianca angetreten, und was ist passiert? Die hat einen Sonnkern und ein Pottrott gespielt. Der Fight war absolut geschenkt. All diese Mühe und dieser verdammte Random-Trainer für so einen Bossfight, ernsthaft Pokémon-Kristall? Aber gut, zumindest war der Orden geschenkt. Es wurde jetzt aber auch mal wieder ein weiterer Typ rausgevotet. Und das war in diesem Fall Typ Normal. Das bedeutet, die beiden Pokémon Togetic und Mauzi durfte ich jetzt nicht mehr spielen, das hatte ich ja bereits erwartet. Und Normal ist generell natürlich einer der häufigsten Typen im gesamten Spiel. Und dass jetzt Wasser, Gift und Normal raus sind, bedeutet, dass bereits ein gigantischer Teil des Pokédexes nicht mehr fangbar ist, also dass jetzt Encounter scheitern, war einfach nur eine Frage der Zeit. Doch obwohl dann tatsächlich bei der nächsten Encounterwelle wirklich einiges gescheitert ist, habe ich auch einige sehr interessante Pokémon bekommen. Und zwar habe ich hier in Lavita gefunden, ein Pottrott, ein Hubbelupf und ein Quiekel. Und das ist durchaus eine ganze Menge. Lavita könnte man später zu Despota machen, was absolut broken ist. Und selbst wenn Unlicht rausgevotet wird, könnte man es einfach als Pupita lassen und dann ist es als Bodengestein immer noch spielbar. Pottrott ist potenziell unfair, weil es als Käfergesteins-Pokémon eine seltene Typenkombination hat und Pottrott ist unheimlich defensiv. Damit kann man sehr viele Kills schießen. Hubbelupf ist als Pflanze-Flug-Pokémon nicht so toll, weil, naja, Trapunga kann später rausgevotet werden, da Flug generell ein sehr häufiger Typ ist. Aber Quiekel ist auch ganz nett, weil es ist Eisboden, es hat also auch seltene Typen und man kann zumindest Keifel spielen. Klar, Mamutel gibt es in Gen 2 noch nicht, aber trotzdem ist es ganz stabil. Auf dem Weg zu diesen 4 Encountern sind allerdings doch 4 weitere komplett gescheitert, also ich habe ja auch eine ganze Menge verloren. Und dann ging es weiter zum Teak City Rivalen, der jetzt 4 Pokémon hatte und das war auch der Grund, warum ich hier überhaupt so viel encountert habe. Ich wusste, die Bosskämpfe in Teak City sind relativ schwierig und er sollte sich schon ein bisschen Pokémon fangen, damit ich da halbwegs gut gerüstet bin. Vor Bianca hatte ich ja einiges verloren. Der Rivale beginnt mit Tauboga. Wir gehen rüber auf Waters, der als Elektro-Stahl-Pokémon Tauboga perfekt wallen sollte. Wir machen Donnerschock. Wie viel Schaden machen wir Tauboga? Einiges. Ja, Tauboga ist kein gutes Pokémon, das passt schon. Quick Attack könnte nervig werden, wenn wir jetzt 1000 Mal missen. Aber wir treffen, wunderschön. Waters hat Zielwasser getrunken. Ja, Waters werden wir nicht lange spielen dürfen. Das ist einer der unfairsten Encounter, die möglich sind in Gen 2. Magneton ist basically unbesiegbar. Machomai ist schon recht gruselig. Kampf trifft mein Team eigentlich nicht schlecht. Ich gehe in Sandra, resistiere Kampf. Wenn Papunga irgendwie betrogen wird und stirbt, ist mir das mäßig wichtig, ehrlich gesagt. Flug werde ich sowieso nicht lange spielen dürfen. Mhm. Ich sehe mich im Giftpuder für das sichere bisschen Damage jede Runde. Oh Gott. Die Beere rettet mich gerade anders heftig. Gut. Giftpuder ist zum Glück jetzt drauf. 22 Fixschaden. Dann werde ich jetzt versuchen, mit Pottrott gegenzustallen erstmal, oder? Gibt angenehmeres, ehrlich gesagt. Mit gegenstallen meine ich, 2 Runden auszuhalten, wenn ich Glück habe. Kopfnuss. Kann mich nicht killen, wunderbar. Wie viel macht die Kopfnuss? 1 Damage vermutlich. Volltreffer. Ja gut, nicht unbedingt das Pokémon, was wir mit Pottrott ausdollen möchten, ehrlich gesagt. Aber wir hatten keine Wahl. Also meine höchste physische Defense besitzt Lorblatt. Aber besser killen könnte Nico. Geh Nico. Es darf nichts sterben. Geowurf. Crit würde mich so hart
zerstören. In der perfekten Welt reicht Karateschlag. Bitte. Boah, das ist... Okay, Silberblick Missplay, cool. Puh, gut, wir leben. Mach und Mai gar nicht witzig. Dass ich das mit Papunga wallen konnte, war gerade ein bisschen meine Rettung. Was noch? Electek. Electek wirkt erstmal wallbar über Ben, beziehungsweise habe ich auch Schaufler auf Razav. Der Thunder Punch von Electek ist zu viel. Nee, wir müssen raus. Wir müssen in... Oder ich gehe in Bodders, aber dann kann ich gegen ihn nicht viel machen. Ich gehe in Ben. Ben ist fein. Donnerschlag, wie viel? Nur 10. Okay, wunderbar. Ach nee. 10%. Definitiv Giftpuder. Das ist, denke ich, klar. Wir wollen erstmal ihn jede Runde ein bisschen schädigen. Ja, erstmal viermal missen, immer bevor Giftpuder trifft. Danke. Er hat nämlich auch Lichtschild. Wir müssen dieses Save Damage rauskriegen. An dem Punkt kann ich fast für Zerschneider gehen, um ehrlich zu sein. Quick Attack. Soll ich Reflektor rauslegen? Wenn er crittet, geht sowieso am Reflektor vorbei. Zerschneider. Ich glaube, ich mache keinen Reflektor. Ich glaube, ich gehe einfach jede Runde für Damage. Quick Attack. Double Crit. Man gönnt sich ja sonst nichts. Into Full Para. Es läuft perfekt. Ja, jetzt würde ich Ben riskieren in einem Crit, was ich nicht möchte. Wir gehen in Warders. Und stornen ihn weiter aus. Ultraschall ist in Trainerkämpfen verboten, genauso wie Drachenwut. Wobei es lächerlich ist, die Strat. Wobei das jetzt gerade nicht mal broken wäre, aber wir nehmen unsere Regeln sehr genau, deswegen machen wir keine Ausnahmen. Stück fehlen. Insaner Damage von Waters an der Stelle, aber was will ich machen? Ich meine, ich hätte auch für... Hilfe. Ich hätte auch für... Alter! Ich hätte auch für Superschall gehen können. Wallace muss gleich raus, hat zu viel Impact. Dass Wallace gleich rausfliegt, ist, denke ich, relativ klar, ja. Donnerschlag. Aber erstmal muss er den Kampf überleben. So, Electek ist weg. Bitte, ein Opfer-Pokémon. Du musst nicht alles voll entwickelt haben. Okay, aber warte, das ist... Nee, das ist okay, ich habe ja Kampf. Naja, Biss könnte sehr gefährlich werden jetzt mit 24 KP. Ich gehe lieber raus. Aber Nico ist sehr vorgeschwächt. Hugo hat noch keinen Kampf-Move. Aber es kommt eh Sandstorm, oder? Ich gehe Nico. Es kommt Biss. Okay, das macht viel weniger als erwartet. Ich dachte so 15 oder so. Weil Razav jetzt auch nicht gerade gut ist. Okay, wir haben es geschafft. Ohne Tode. Wir können mit guten Teams nicht so gut umgehen. Crit hat nicht gemattert. Der Rivale in Teak City hatte eigentlich gar kein so krasses Team, oder? Aber so Pokémon wie Machomai konnten mir durchaus gut zusetzen. Gott sei Dank hatte ich aber ein Out gegen Despotar dieses Mal, damit das nicht wieder zur Katastrophe wurde. Gut, und dann ging es weiter in Teak City mit dem Kampf gegen Jens, dem dortigen Arenaleiter. Und jetzt beginnen wir mit einer besonderen Phase in der zweiten Generation. Ab Teak City wird die Welt ziemlich offen und es werden jetzt ziemlich viele Orden gespammt. Und das bedeutet für diesen Run hier, dass jetzt sehr viele Typen rausgevotet werden in relativ kurzer Zeit. Es kommen aber auch sehr viele Encounter dazu und es wird ein bisschen chaotisch. Und Jens hat dort jetzt den Anfang gemacht. Jens hat aber geleadet mit einem Ditto, was ich sofort one-shotten konnte über Karateschlag von Razav. Und dann ging es weiter mit Sonflora. Und dort habe ich dann Hubbelupf eingewechselt und das ist extrem krasser Support potenziell. Es hatte hier Giftpuder und Leech Seed, beides Attacken, die passiven Schaden verursachen können, wobei Leech Seed auf Sonflora natürlich nicht geht, weil es eine Pflanze ist. Und es hat Schlafpuder potenziell, um Gegner einzuschläfern. Hubbelupf bzw. später Papunga haben also sehr viel Potenzial für diesen Run hier. Und die sind relativ gefährlich, damit kann man sehr, sehr viele Kämpfe cheesen. Und Sonflora konnte ich so einfach ohne Probleme wallen. Wo es aber dann wirklich gruselig wurde, war bei Georok.
Ich habe jetzt geahnt, dass vielleicht Finale kommen könnte und bin deswegen panisch auf Schlafpuder gegangen, was zum Glück getroffen hat. Und da bin ich hier risikoreich in Lorblatt gewechselt, um das Ding vierfach effektiv anzugreifen. Und das hat Gott sei Dank auch funktioniert. Und da war das letzte Pokémon nur noch ein Clefairy, was mein Team natürlich nicht mehr stoppen konnte. Das war einfach nicht voll entwickelt und dementsprechend kein ernster Gegner. Also insgesamt lief der Kampf gegen Jens eigentlich ganz gut. Ich wusste jetzt aber, jetzt wird noch ein Typ rausgevotet und ich werde erneut einen großen Teil des Pokédexes verlieren. Und das ist natürlich nie eine angenehme Aussicht. Ich war jetzt aber auch sehr gespannt, was mein Chat rausvoten wird. Und sie haben sich hier für Flug entschieden. Und Flug ist generell ein ziemlich starker Monotype. Es gibt da beispielsweise Panzer-Aeron, es gibt Lurak, es gibt Dragoran und es gibt noch viele, viele weitere Pokémon, die bei Flug extrem spielstark sind und die ich theoretisch doch hätte spielen können. Ein Flugbann macht also durchaus Sinn, weil dadurch sehr viele gute Pokémon einfach nicht mehr spielbar waren. Auf dem Weg zur Arena von Hartwig allerdings wollte ich dann nochmal Pokémon encountern und dann habe ich hier was sehr Besonderes gefunden, was ich so nicht kommen gesehen habe. Ich habe hier ein Sneebel bekommen und ein Nachthara. Und zwei Encounter sind leider gescheitert, weil ich verbotene Typen gefunden hatte. Und Sneebel und Nachthara sind beide Typ Unlicht und das ist ein sehr, sehr seltener Monotype. Davon gibt es nicht viele verschiedene Pokémon, die es aber gibt, sind recht cool. Klar, Sneebel ist nicht das beste Pokémon der Welt und leider ist auch Unlicht und Eis in der zweiten Generation beides ein spezieller Typ, also der gute Angriffswert von Sneebel kommt nicht so krass zum Einsatz. Aber vor allem Nachthara ist sehr, sehr spielstark und ein mega krasser Tank. Und man darf nicht vergessen, ich hatte ja auch noch ein Lavita bzw. später dann ein Pupita zur Verfügung, was man später zu einem Despota machen könnte. Ein potenzieller Unlichtbann wurde also für die Zuschauer plötzlich extrem interessant. Ab der Arena von Hartwig ging es dann aber wirklich Schlag auf Schlag. Ich hatte jetzt drei Arenen praktisch gleichzeitig zu machen, deren Reihenfolge ich auch aussuchen konnte und ich habe mich hier der Levelkurve angepasst und Hartwig zuerst probiert. Und der hatte hier nur zwei Pokémon, der ist also ein Randomizer, normalerweise nicht so gefährlich. Er hatte begonnen mit einem Pummeluff und das konnte ich one-shotten über Return von Sneebel und das ist eine gute physische Attacke, die ich bisher nicht verschwendet hatte. Und dann ging es weiter mit Panzer-Aeron und das ist potenziell ein extrem gefährliches Ace, was auch sehr, sehr tanky ist. Ich würde es ja selbst gerne spielen, wenn ich dürfte. Dort konnte ich allerdings Magnetilo einwechseln und das ist einfach nur ein perfektes Out gegen Panzer-Aeron. Das resistiert theoretisch Stahlattacken und es resistiert sogar Flugattacken vierfach. Und somit konnte ich hier erst eine Donnerwelle rauslegen und dann sehr effektiv angreifen über Elektroangriffe. Nach dem Kampf war aber dann recht schnell klar, welches Pokémon jetzt natürlich gehen muss und das ist natürlich Magnetilo. Weil auf Level 30 könnte sich das gleich entwickeln und dann würde es einfach komplett eskalieren. Und die Zuschauer haben sich dann dazu entschieden, sofort Elektro zu bannen. Theoretisch hätte man hier auch Stahl bannen können, weil es halt noch ein besserer Typ ist. Allerdings sind Stahl-Pokémon in Gen 2, ähnlich wie Undicht-Pokémon, wirklich verdammt selten und ich hatte bisher kein einziges weiteres. Also war der Elektro-Bann erstmal naheliegender und da gibt es durchaus auch weitere gute Pokémon, wie theoretisch Ampharos, die ich jetzt nicht mehr spielen durfte. Das war also ebenfalls ein relativ schmerzhafter Bann. Und nach einer relativ entspannten Team Rocket Story am See des Zorns wollte ich dann gegen Norbert antreten, denn Jasmin beispielsweise ist im Schnitt besser gelevelt und deswegen musste ich Norbert hier vorziehen. Ich denke, das macht Sinn. Und Norbert hatte hier nur ein Lavita, ein Ledian und ein Mogelbaum und er war dementsprechend komplett geschenkt. Es wurde jetzt aber sofort doch ein weiterer Typ rausgevotet. Und da musste jetzt Unlicht gehen. Ich denke, das ist absolut nachvollziehbar. Damit durfte ich jetzt leider weder Sneebel noch Nachthara weiterspielen und mein Pupita wird niemals zu einem Despota werden. Das ist also ein extrem krasser Bann für mich gewesen, der mit meine spielstärksten Pokémon einfach aus meinem Team entfernt hat. Gleichzeitig ist aber auch Unlicht ein sehr seltener Typ und dass das überhaupt gebannt werden muss von meinen Zuschauern, war erstmal gut für mich, weil ich dadurch halt andere Typen am Ende behalten durfte. Besonders unterhaltsam war dann aber der Kampf gegen Jasmin in der eigentlichen Stahlarena. Und das ist jetzt die erste Bossgegnerin, die ihr gesamtes Team auf über Level 30 hat oder genau Level 30. Und das bedeutet, dass die im Randomizer safe nur voll entwickelte Pokémon hat. Und tatsächlich hat sie hier ein ziemliches Überteam bekommen, ich hatte aber dagegen random einfach die perfekten Outs.
Ich meine, sie hat hier beispielsweise dreist geleadet mit einem mächtigen Magnethorn. Ich habe ihr aber mit Razaf sofort im Kampf gestanden und konnte das One-Shotten über Schaufler, was ich random als Coverage in meinem Moveset hatte. Und als es dann weiterging mit einem Glurak, was ja ebenfalls potenziell sehr stark ist, konnte ich einfach safe rüberwechseln in Pupita und das One-Shotten über Steinhagel, weil Glurak hatte auch hier mal wieder eine fette Mal-4-Schwäche, die ich einfach so für mich nutzen konnte. Und dann hatte sie auch noch ein Level 35 Seedraking, ein weiteres sehr spielstarkes Pokémon. Das hatte allerdings hier nicht das beste Moveset und ich konnte das vollständig wallen über mein Veganie, was ich mittlerweile entwickeln konnte. Ich habe ja bereits gesagt, sobald sich Lorblatt entwickeln kann, ist es einfach nur mit Abstand mein bestes Pokémon und Mono Pflanze rauszuvoten, ist für den Chat einfach nicht wirklich eine Option gewesen. Es gibt davon einfach viel zu wenige Pokémon und Meganie alleine carried halt auch keine Liga. Es ist nur verdammt guter Support, kann aber auch kein Leech Seed, was ein bisschen schade ist. Aber gut, damit konnte ich Seedraking hier einfach komplett ausstallen und den Sieg gegen Jasmin holen. Und die Frage war mal wieder, welcher Typ wird jetzt gebannt? Und dann ist was wirklich sehr Kontroverses passiert. Meine Zuschauer haben hier Käfer gebannt, um Potrot loszuwerden. Und das werden die meisten Zuschauer jetzt extrem komisch finden. Die Sache ist allerdings, Potrot ist potenziell broken. Ich werde gleich Erholung freischalten im Eispfad, kurz bevor man bei Sandra ankommt. Und wenn Potrot Erholung bekommt, wird es einfach immortal. Es wird unbesiegbar sein und alles wegstrollen können, was das Spiel zu bieten hat. Wer Potrot in Gen 2 schon mal gespielt hat in der Nuzlocke, der weiß, was ich meine. Und dadurch, dass hier Käfer verboten wurde, hat mein Chat mir auch potenziell Sherox weggenommen und das ist wohl mit das beste Pokémon, was ich überhaupt haben könnte. Käferstahl ist absolut broken und Sherox ist mehr als nur grenzwertig. Käfer war also durchaus kein schlechter Bann, man hätte aber auch Gestein wegnehmen können, um beispielsweise mir auch Pupita zu bannen und noch einige weitere Pokémon. Sherox hat aber potenziell eine so große Gefahr ausgestrahlt, zumal ich auch so viele Encounter noch aufgespart hatte, die ich gleich noch wahrnehmen kann, dass die Zuschauer Käfer unbedingt weghaben wollten. Und ich denke, das ist auch nachvollziehbar. Und was man auch nicht so ganz vergessen darf, es gäbe auch noch Forstelka. Und das ist auch potenziell ziemlich broken, weil es unglaublich defensiv ist. Und auch das wird durch den Käferbann jetzt einfach nicht mehr auffindbar sein. Ich wollte dann aber auch in Vorbereitung auf die Rocket Story in Dukatia City noch einige Pokémon fangen und ich habe dann 5 weitere Encounter-Versuche wahrgenommen und 4 sind gescheitert. Ich habe aber hier ein Kadabra gefunden und es ist sogar im Ball geblieben. Und das war ein wirklich sehr mächtiger Encounter. Ihr müsst wissen, Kadabra werde ich zwar nicht entwickeln können, da ich ja nicht tauschen kann mit niemandem. Allerdings kann Kadabra hier aus Dukatia City alle Elementarschläge lernen, die kann man nämlich in Gen 2 als DM kaufen, ohne Limit. Und alle Elementarschläge in Gen 2 sind speziell und damit richtig, richtig heftig auf Kadabra. Das war praktisch ein Über-Encounter, der mich jetzt ein bisschen carryen konnte. Und die Frage war jetzt, muss mir vielleicht Psycho weggenommen werden? Es gibt ja auch noch andere Psycho-Pokémon, die ich finden könnte und ich hatte ja noch einige Encounter offen. Der erste große Boss während der Rocket Story war jetzt aber der Smogon-Trainer. Und das ist hier ein Rüpel mit 5 Smogons und einem Smogmog, allesamt auf über Level 30, der ein bisschen unterlevelt ist, aber im Randomizer kann man den fast als Boss bezeichnen. Der hat hier begonnen mit einem Keifel und das konnte ich one-shotten über Feuerschlag von Kadabra. Wie gesagt, diese Elementarschläge haben sehr viel Potenzial. Danach kam dann aber Entei rein und da musste ich sehr vorsichtig sein. Denn Entei hat hier Biss gegen Kadabra, ich bin also lieber rüber gewechselt in Pupita und habe hier Steinhagel gespammt. Ich bin aber hier zahlreiche Male weggeflincht und hätte fast mit Pupita hier gegen Entei verloren. Das war ein bisschen peinlich, es hat aber zumindest geklappt. Aber obwohl ich hier überlevelt war, konnte ich das Ding mit Steinhagel nicht one-shotten. Man merkt halt leider deutlich, Pupita ist bei weitem kein Despotar, zumindest nicht was den Schaden angeht. Der Rest des Kampfes lief dann aber eigentlich ganz gut. Er hatte noch einen Aquana, was ich wollen konnte, einfach über Meganie und Rasierblatt spammen, das konnte ich ja sehr effektiv angreifen und ich konnte mich hier sogar gegenheilen über Synthese, um die ganze Zeit gesund zu bleiben, was eine sehr schöne Sache ist. Und als dann Makago reinkam, konnte ich rüberwechseln auf mein Razaf und das vierfach effektiv angreifen über Schaufler. Also das war hier erneut eine sehr gute Coverage-Attacke.
auch wenn Schaufler in dieser Generation leider nur 60 Basisstärke hat. Und den Rest des Kampfes konnte ich dann zu Ende führen über mein Keifel. Es kam dann nämlich ins Wettbo rein mit Eisschwäche, was ich zumindest sehr effektiv angreifen konnte. Und das letzte Pokémon war dann ein Psyana, was potenziell relativ gefährlich werden könnte, sobald ich kein Undicht mehr spielen darf. Das hat aber keine so krasse physische Defense und deswegen konnte ich das killen über Stärke. Also insgesamt lief der Trainer hier eigentlich ganz gut. Ich war sehr zufrieden. Der Kampf, wo man aber jetzt mit am meisten gesehen hat, wie stark Kadabra eigentlich ist, war der Rivalenkampf während der Rocket Story. Und der hatte jetzt 5 Pokémon, also ebenfalls ein recht umfangreiches Team, und den musste ich jetzt auch noch besiegen. Und der hat hier begonnen mit einem Nidoking, was ich theoretisch über Eispunch hätte bekämpfen können, ich bin da aber safe gegangen auf Keifel, um das über Eissturm zu killen. Ebenfalls eine gute Option, und es hat auch sehr gut funktioniert, über einen Two-Shot. Ich wurde aber auch gleichzeitig ein bisschen vorbelastet über die Attacke Doppelkick. Und als es dann weiterging mit Nidorina, bin ich zurückgewechselt auf mein Kadabra und habe das gewonshottet über eine Psycho-Attacke. Und dann kam Kokowai rein, was ich einfach so mit Ice-Heap gewonshottet habe. Das war schon ein bisschen frech. Und den Rest des Kampfes konnte ich dann tatsächlich führen, einfach über mein Pupita. Denn der Rivale hat dann Ampharos eingewechselt, was Kadabra neutral getroffen hätte. Pupita ist allerdings Bodengestein und somit immun gegen Elektro. Ich konnte dort also Steinhagel spammen für einen relativ leichten Kill, auch wenn das ein bisschen gedauert hat. Und dann kam noch Smogmog rein. Und das ist ultra gruselig, weil es sich potenziell sprengen könnte. Ich konnte das aber schwächen über Kreideschrei und dann über Steinhagel one-shotten und Pupita hätte eine Sprengung sogar resistiert. Das sagt aber hier gar nicht mal so viel aus. Denn leider halbiert hier eine Sprengung auch meine Verteidigung in Generation 2, es hätte also auch wie Pupita durchaus gefährlich werden können. Sprengungsgegner darf man nie unterschätzen, vor allem wenn man keine Geister hat und vor allem nicht in der zweiten Gen. Der Rivale ist aber auch hier so ein kleines bisschen unterlevelt jedes Mal und das ist immer ein bisschen schade. Dadurch, dass aber danach in der Rocket Story nicht mehr so viel passiert ist, ging es jetzt sofort weiter zu der letzten Arena und das ist die Arena von Sandra. Und dort wird jetzt zum letzten Mal ein Typ rausgevotet vor der Pokémon-Liga, der Chat musste also gut entscheiden, was jetzt noch raus soll. Und dieser Fight hier war so ein bisschen ein Test dafür, was gerade bei mir zu stark ist. Und sie hat hier begonnen mit einem Gifloor, was ich sofort one-shotten konnte über Psychokinese. Ja Leute, Kadabra ist jetzt noch stärker geworden, es hat jetzt schon seinen besten Step-Angriff. Und dann ging es weiter mit Glurak, was ich perfekt wollen konnte, mal wieder über Pupita, denn Glurak hatte ja mal wieder eine mal 4 Schwäche, das war also ebenfalls One-Hit und ich hatte hier einen verdammt guten Start. Ja und die restlichen Pokémon waren dann auch keine so große Herausforderung. Sie hat hier in Corazon eingewechselt, mit mal 4 Schwäche gegen Pflanze, das war also kein Ding für Meganie und dann kam noch ein Enteron rein, was ich ebenfalls über Meganie ohne Probleme wallen konnte. Und dann sind hier die Diskussionen wirklich im Chat eskaliert. Jeder wollte was anderes bannen, aber ich denke, eine Sache steht hier so ein bisschen über allem, oder? Kadabra ist irgendwie zu stark. Ja, und deswegen wurde hier Psycho rausgevotet. Es mag vielleicht einigen zu extrem wirken, nur wegen Kadabra einen ganzen Typen zu bannen, aber ihr macht euch keine Vorstellungen, wie krass diese Omni-Coverage ist in der zweiten Gen, wenn man Kadabra als Lead spielt. Das Ding ist einfach eine zu große Macht in der Pokémon-Liga und das könnte vieles trivialisieren. Die Zuschauer wollten es also wirklich raushaben und ich durfte jetzt auch kein Psycho mehr spielen. Ja und dann habe ich natürlich nach diesem Bosskampf wirklich alles an Encountern wahrgenommen, was ich mir irgendwie noch aufgespart hatte. Ich wollte noch das letzte bisschen aus der Region saugen, um ein möglichst gutes Team zu bauen für die Liga. Und dabei ist dann Folgendes rumgekommen. Ich habe hier einen Macholo gefunden und einen Georock. Legit, jeder andere Encounter ist einfach gescheitert. Das ist richtig schmerzhaft gewesen. Ich habe praktisch gar nichts mehr gekriegt. Natürlich kann ich hier leider Marshock nicht entwickeln, weil ich mal wieder mit niemandem traden kann. Machomai wäre potenziell eines der besten Pokémon gewesen, die ich hätte finden können. Und leider konnte ich auch Georock nicht entwickeln, weswegen ich kein Geowatz spielen durfte. Geowatz wäre ebenfalls sehr krass gewesen als Tank, und deutlich besser als zum Beispiel Pupita. Und dann musste ich mich auf den Weg machen zur Siegestraße, um ein weiteres Mal gegen meinen Rivalen zu kämpfen. Und was soll ich sagen, Leute, ich bin dort angekommen mit nur 5 Pokémon. Denn ich hatte keine Möglichkeit, einen Sklaven zu spielen, der genug VMs hatte, um den Rivalen zu erreichen.
Das heißt, ich trete hier mit Handicap an und der Rivale hatte hier insgesamt 6 Pokémon. Und wenn jetzt noch was Starkes wegsterben sollte, habe ich keine Chance in der Liga. Also dieses Matchup hier war brandgefährlich. Letzter Kampf gegen den Rivalen. Wir sind in der Unterzahl. Und ich habe einfach mal nichts bekommen, was wirklich gut ist. Aber gut, Gengar. Gengar könnte ich bekämpfen, theoretisch mit Schaufler. Kein Abgangsbund und Fluch ist eigentlich auch nicht so schrecklich. Wir gehen in Schaufler. Hätte auch in Keifel gehen können, theoretisch. Es kommt Curse. Ja, Sonder sich selbst mit Curse killen, das ist mir recht. Physisch sollte Schaufler sau viel machen, ehrlich gesagt auch killen. Okay, nicht ganz leider. Nachtnebel ist nur Fixschaden. Dadurch, dass er unterlevelt ist, wie der Rivale immer ist, ist es kein Thema. Nochmal Schaufler für Kill. Hoffentlich geht es so gut weiter. Ich habe so Angst vor der Liga. Wieso habe ich nicht einfach Tonopto oder so gefunden? Oder Arcani oder irgendetwas. Muss ich mit Georock da reingehen? Dragoran. Also ich habe technisch gesehen Ice Heap auf Razaf drauf gemacht. Will ich ihn einsetzen? Also er hat Slam leider. Und Slam Crit würde Nico, glaube ich, umbringen und den Run beenden. Wäre es nicht also besser, vielleicht in Pupitar zu gehen für Rock Slide? Ehrlich gesagt, ja. Dadurch können wir auch Donnerwelle dodgen. Im Zweifel. Ja. Gutes Play. Machen wir Screech? Wir machen einmal Screech. Wobei, eigentlich war das gar nicht so sinnvoll, muss ich sagen, weil wir hätten auf Flinch gehen können. Naja, ist egal. Macht wahrscheinlich keinen großen Unterschied. Steinhagel. Ich hätte ihn eh nicht bekommen, den Flinch. Machen wir uns nichts vor. Reicht das? Sehr schön. Screech ist sehr angenehm, muss ich sagen. Kann man immer einfließen lassen. Muss man halt nicht. Ich dachte aber auch, dass wir langsamer sind, ehrlich gesagt. Gifloor. Gifloor ist kein schönes Matchup für Sabo. Das machen wir grundsätzlich gegen Pflanzen. Nicht viel, ehrlich gesagt. Ich könnte den entweder mit Ben wallen oder ich könnte Kikli reinwechseln. Und neutral mit normal angreifen. Ich glaube, ich gehe in Kikli, weil Gifloor kann nur speziell angreifen, basically. Und ich habe nur gutes Bat-Staff. Also Kikli kann speziell einiges aushalten. Wir gucken mal den Schaden an. Wir sind auch überlevelt ein bisschen. Ja, das ist nix. Sehr schön. Ich will gar nicht unbedingt den flinchen lassen. Von daher einfach Stärke. Kikli ist auch stark. 50%. Nicht ganz. Leider nicht ganz. Noch ein Blättertanz. Jetzt gehe ich für Flinch. Jetzt ist es nämlich besser. 30%, dass wir... Schade. Warte, hätte Stärke jetzt gereicht? War das High Rage? Das war gerade merkwürdig. Egal, nehmen wir das so hin. Die Beere triggert sich. Kill mit Kopfnuss. Kann gegen Pflanzen nicht viel machen. Gut, dass die meisten Pflanzen-Pokémon nicht so busted sind im Randomizer. Noch 3 Stück. Tornupto. Tornupto ist kein Angstgegner. Da haben wir Sabo. Allerdings ist Sabo vorbelastet. Sollte Sabo aber noch schaffen. Creep wird langsam zu Bruno. Ja, ich merke die Bruno-Transformation auch so ein bisschen bei dem Team. Statt 2 Onyxe habe ich Pupitar und Basti dann gleich dabei. Das Georock. Oder ich gehe direkt einfach in Marshock. Rauchwolke, ganz toll. Auf das ich nie wieder treffen werde. Oh, ich treffe tatsächlich. Ich habe irgendwie die ganze Zeit was im Auge. Bra. Bis 100 Genauigkeit, los geht's. Wäre ja lächerlich, wenn wir missen würden. Ich meine, ich bitte euch. Wichtige Beere triggert sich. Die Beeren sind halt jetzt auch richtig kacke mittlerweile. Aber Goldbeeren gibt's ja scheinbar nicht zur Verfügung, großartig. So, das haben wir.
Zwei Stück noch. Kingler. Gut, Kingler sollte perfekt gewallt werden von Meganie. Merkt ihr, wie ich Mark nie einwechseln kann? Ich überlege gerade, mit Mark zu leaden vielleicht, mit dem Keifel. Das hat immer Schwäche. Immer. Stampfer. Meganie ist mein bestes Pokémon. Hätte das Giga Drain. Aber das geht leider erst im Postgame. Wow. Not bad. Mit 55er Basisstärke ohne Crit. Gut gemacht. Landtouren, okay, auch kein Problem. Damit gewinnen wir gegen den Rivalen. Aber die Frage bleibt so ein bisschen, ob das mit der Liga hinhauen kann, so. Auch den zu two-shotten ist nicht schlecht. Landtouren sehr bulky. Treffen wir bitte. Okay, müsste reichen. Range, I guess, aber wahrscheinliche Range. Ja. Okay, wir kommen zur Liga. Ich habe es also schaffen können, obwohl ich in der Unterzahl war, den Rivalen zu besiegen, ohne Pokémon zu verlieren. Und damit konnte ich jetzt aufbrechen zur Pokémon-Liga. Und das Schöne war hier schon mal, dass ich jetzt 6 Pokémon hatte. Ich musste also nicht in der Unterzahl in die Liga reingehen, was ja bei der Tabu-Log durchaus denkbar ist. Wie genau mein Team jetzt aber ausgesehen hat und welche Movesets ich gespielt habe, will ich jetzt nochmal einblenden, bevor es losgeht mit den schwierigen Kämpfen, damit ihr so ein bisschen auf dem neuesten Stand seid. Ich hatte hier natürlich weiterhin mein Razzaf mit Karateschlag. Ich wusste aber, es würde während der Liga im Laufe der Levelkurve auch noch Kreuzhieb lernen, um deutlich mächtiger zu werden. Und das war eigentlich eine ganz gute Prognose. Und dann hatte ich selbstverständlich auch noch mein Meganie, mein wohl bestes Pokémon, ein großer Pflanzentank mit Giftbuder, aber leider ohne Gigasauger, das würde ich erst im Postgame freischalten. Und dann ging es weiter mit Pupita, mein erstes Bodengesteins-Pokémon, aber hier leider ohne Bodencoverage. Ich habe nur Steinhagel zur Verfügung gehabt und natürlich kann ich auch Pupita hier in keinster Weise entwickeln, weil das Unlicht wäre. Ich denke, das hat mittlerweile jeder verstanden. Dann geht's weiter mit Keifel, mit Erdbeben und Blizzard, also mit sehr starken Steps, aber leider ist Keifel halt nicht gerade das beste Pokémon und es ist auch relativ langsam. Ja, und dann hatte ich noch Kikli mit Turmkick, was leider relativ häufig missen kann, das kann sehr frustrierend enden. Und noch ein paar Normalattacken, um das Moveset so ein bisschen zu füllen. Und ich hatte noch Georock dabei, das hatte zumindest Boden- und Gesteins-Coverage. Ich konnte aber auch das halt nicht entwickeln. Und ich habe dann noch Feuersturm und Finale draufgepackt, um irgendwie das Moveset zu füllen. Definitiv kein starkes Team, aber ich habe hier einfach gespielt, was ich konnte. Aber damit ging es jetzt direkt los mit dem ersten Kampf in der Pokémon-Liga gegen Willi, der normalerweise Psycho-Pokémon spielt. Und er hat hier sofort 5 Pokémon, also fast ein volles Team. Und ich wusste, wenn jetzt Pokémon direkt sterben sollten, dann wird die Liga die Hölle. Ich musste also versuchen, wenn es geht irgendwie, alles am Leben zu erhalten. Und wie das funktioniert hat, das werde ich jetzt zeigen. Wir kommen zu Willi, dem ersten von den Top 4. Und der beginnt mit Yanma. Okay, das ist sehr gut. Da würde ich vorschlagen, gehen wir nicht auf Feuerschlag. Da wird nämlich Razzaf unnötig vorbelastet. Wir gehen in Sabo. Machen den Kill mit Pupita. Dann ist Georock entlastet. Der hat nämlich auch Bodencoverage. Es kommt nur Flügelschlag, okay. Immerhin hat es Flügelschlag. Yanma ist normalerweise ziemlich beschissen in Gen 2. Steinhagel für One-Shot. Es kommt Ultraschall für 20 Fixschaden. Das ist mäßig bedrohlich, würde ich sagen. Geht eigentlich gut los. Mal 4 Schwäche reicht natürlich. Wunderbar. Der nächste. Wir haben einen. Oh Gott, Frostelka. Warum direkt sowas? Okay. Wenn der sich sprengt, habe ich ein Problem. Aber rauswechseln macht an dem Punkt leider keinen Sinn, oder? Ich könnte in Georock gehen für Feuersturm. Ich gehe in Georock. Das Problem ist halt, die Explosion halbiert hier meine Verteidigung in der Generation und dann bringt die Resistenz nicht mehr so viel Geduld. Ja, toll, ich habe nicht mal einen Status-Move. Ja, das kann nur bei Blödsinn enden, ne? Da muss ich wieder wechseln, oh Gott. Ja, wieder in Sabo, keine Ahnung. Jetzt wird's richtig ekelhaft. Ich weiß nicht, was ich gegen Frostelka so wirklich tun soll, um ehrlich zu sein. Lädt sich auf. Wir wechseln wieder rüber.
Ich meine, wenn im schlimmsten Fall hier ein Bodengesteins-Pokémon gesprengt wird, wäre das nicht so ultra tragisch. Basti kann sich ja eh nicht entwickeln, aber. Feuersturm. Okay, wir outspeeden. Von wie viel Schaden reden wir hier? Von nicht so viel, oder? Reicht das? Okay, krass, hätte ich nicht gedacht. Georok ist speziell wirklich nicht so gut. Ich dachte, es reicht knapp nicht. Und ich dachte auch, dass wir outspeedet werden. Simsala, oh mein Gott. Okay, es wird eklig. Wir haben keine Spezialverteidigung. Das ist das Problem. Ich denke nicht, dass wir One-Shot sind. Ich könnte hier ein Erdbeben clean drücken. Oder ich gehe in Keifel für Erdbeben, aber dann switche ich in der Attacke rein und muss noch eine überleben. Meganier sieht ja auch nicht toll aus. Nee. Bitte überlebt, Basti. Bitte, bitte, bitte kein Crit. Oh mein Gott. Geiler Start. Okay. Es wird spannend heute in der Liga. Wir gehen, würde ich sagen, auf Mark dann jetzt und drücken Erdbeben. Geiler Anfang. Ich denke, das hätten wir überleben können. Aber Simsala mit Psychic ist halt einfach broken. Ich habe kein Unlicht-Pokémon. Ich darf Unlicht gar nicht mehr spielen, logischerweise. Ich hätte hier reinwechseln können, ja, aber selbst hier wäre ich Range-Kill gewesen mit zwei Hits. Ich bin zufrieden mit dem Play. Okay, Simsala ist weg. Jetzt habe ich hier später dann in der Unterzahl spielen gegen Siegfried und Co. Stalos ist auch so eine Wand. Die Sache ist aber, wir haben Meganie. Und Meganie hat eigentlich nichts zu befürchten. Physisch will ich gegen Stalos nicht wirklich kämpfen, das macht eigentlich keinen Sinn. Raserei, okay, das ist nicht so schlimm. Damit kommen wir klar. Ich habe auch Synthese drauf, wir machen Rasierblatt. Wie viel Damage? Müsste einiges sein, ja. Okay, das war ein Crit. Sandsturm ist nervig, aber nicht so schlimm. Ich drück den Kill so schnell wie möglich am besten. Alter, macht hier Sandsturm viel Schaden. Der Crit von Simsala war jetzt einfach bitter. Einfach bitter. Ich denke, das Erdbeben mit Georok ultra den Damage gemacht hätte. X-Bart. Da hat mein Team auch nicht wirklich Bock drauf, um ehrlich zu sein. Das Schöne ist aber, wir haben zwei Bodengesteins-Pokémon. Allerdings ist Pupitar schon vorbelastet. Mark aber auch. Wir gehen in Sabo. Stalos lernt in Gen 2 per Level-Up keine Stahlattacke. Echt dumm. Ja, das ist... Die Gen 2 Level-Up-Move-Pools sind ein bisschen... Naja. Das Gute ist, der Sandsturm ist jetzt auf meiner Seite. Aber ich bin verwirrt. Will ich drinbleiben? Ich könnte einmal rauswechseln in Keifel. Weil Keifel ist nicht One-Shot. Außer es passiert ein Wunder. Ich gehe in Keifel. Ich will möglichst wenig mit Verwirrung spielen, wenn es geht. Bis. Ja, okay, das macht gar nichts. Das Schöne ist halt, auch hier ist mir der Sandsturm egal. Die wichtige Beere mal wieder. Wir gehen, würde ich sagen, wieder zurück in Sabo. Ich werde halt höchstwahrscheinlich wieder direkt in den Konfusstrahl wechseln. Ja, natürlich. Es ist so ekelhaft. Es ist so ekelhaft jedes Mal bei der KI. Na gut. Sandsturm lässt nach. Steinhagel. Flinch. Ja, jetzt kommt Verwirrungsflinch, ne? Biss. Bitte greif an. Oh, Sabo, bitte. Okay. War's das? Bitte lass es das gewesen sein. Oh, Gott sei Dank. Das war kein guter Start. Dass Georok direkt tot ist, ist einfach richtig bitter. Es war zwar mein schlechtestes Pokémon mit, aber das muss echt nicht sein beim ersten Fight. Es ist hier genau das passiert, was ich eigentlich vermeiden wollte. Sofort ein Tod beim ersten Top 4 Mitglied, das ist kein so guter Start. Aber Simsala mit Crits ist halt einfach unfair und ich durfte halt leider keine Unlicht-Pokémon mehr spielen, was sich hier sehr bemerkbar gemacht hat. Aber gut, damit ging es jetzt ohne Georok weiter und ich musste jetzt als nächstes gegen Koga kämpfen, in einem 5 gegen 5 und war nicht mal mehr in der Überzahl. Man muss aber fairerweise dazu sagen, Georok war zumindest eines meiner schlechtesten Pokémon. Ich hatte jetzt also nicht sofort direkt eines meiner besten Teammitglieder verloren. Ein Tod von Meganie beispielsweise wäre wesentlich schlimmer gewesen. Weiter geht's mit Koga und seinem Yanma. Okay, das hatten wir eben schon. Ich bleib bei meinem Play, auch wenn Georok nicht mehr lebendig ist. Wir gehen rüber auf Pupita.
und one-shotten einfach mit Steinhagel. Was sind die Odds, dass beide mit Yanma leaden? Superschall Instant, okay, das ist... Ja, trotzdem, komm. Sabo schafft das ja wohl, komm bitte. Okay, sehr schön. Ich habe ein bisschen Glück hier mit Sabo, das gefällt mir. Hatten wir eben schon bei X-Bart. Aber so einen guten Start hatten wir eben auch schon. Und was ist dann passiert? Simsala ist passiert. Was haben wir noch? In Capoeira. Okay, wir gehen raus. Die Frage ist, in wen gehe ich? In Meganie zum Wallen oder selbst in Kampf-Pokémon? Ich gehe in Meganie. Meganie ist immer decent. Damit kann ich mich auch gegenheilen. Das heißt, vielleicht habe ich einen Kill, ohne selbst Ressourcen zu verlieren. Agilität. Wir gehen für einen Giftpuder. Das kann mir keiner mehr nehmen. Quick Attack. Wird ja sehr wenig Schaden machen. Und dann gehen wir für Rasierblatt. Ich denke, Capoeira wird hier nicht das beste Moveset haben. Das sieht man ja schon. Capoeira auch wieder so ein Pokémon, was in Gen 2 einfach nicht die geilsten Moves drauf hat, irgendwie von sich aus. Volltreffer. Ja, wir gehen einfach für Kill. Lohnt sich jetzt, glaube ich, nicht hier sofort ein Synthese-AP zu verschwenden für das bisschen Damage. Das ist ein sehr guter Start hier in den Koga-Fight. Nach dem Kill eben ist es sehr angenehm. Dritter Gegner ist Porygon 2. Okay, das ist... Oh Gott, das ist anstrengend. Da will ich erstmal einen Giftpuder drauf sehen, bitte. Dankeschön. Ein Igler macht es nicht unbedingt angenehmer. Will ich in ein Kampf-Pokémon wechseln? Das Problem ist, wenn ich jetzt wechsle und es kommt nochmal ein Igler, wäre ich lieber drin geblieben. Ja, ich gehe in Rasierblatt. Triplette. Bitte keinen Burn oder so. Oder Freeze. Oder Para. Ist ja einiges möglich. Wir gehen in Synthese. Ist immer ein bisschen eklig, gegen Triplette zu spielen, ehrlich gesagt. Okay, alles gut. Wir gehen für noch ein Rasierblatt. Da müsste er down gehen. Okay, noch ein Volltreffer, sehr schön. Ja, High Crit Rate regelt halt. Gegner Nummer 4 ist Kangama. Sehr tanky, aber auch hier bietet sich Giftbruder an. Wir machen es einfach. Hier gehe ich jetzt aber in den Kampf-Pokémon, würde ich vorschlagen. Oh, aufpassen, die können wehtun. Okay, das geht sogar. Ich drücke eine Synthese und dann wechsle ich raus. Ich dachte, das kann gar mal mehr Schaden machen mit Mega-Heap. Oder ist Megani einfach so krass defensiv? Ehrlich gesagt fühle ich mich hier gerade wohl. Ich glaube, ich bleibe einfach drin. Megani macht das einfach. Synthese. Dass Synthese hier random KP heilt und nicht einfach 50% ist schon mega frustrierend. Ich komme auf keinen grünen Zweig irgendwie. Na komm. Vielleicht brauche ich es nochmal beim letzten Pokémon. Nee, ich kriege keine Heilung. Okay. Er trifft auch alle Mega-Hiebe. Also langsam kann ich wirklich drin bleiben. Synthese. Nee, er trifft wirklich alle. Ich habe auch keine gute Synthese bekommen. Okay, will ich Ben hier fresh halten? Er ist eh schon halb tot, ne? Nee, komm, dann mach den Kill jetzt fertig. Rasierblatt, ich misse. Läuft. Wie viel macht Mega-Hieb? Jetzt könnte Ben weggecrittet werden. Was ist, wenn Rasierblatt nicht reicht? Ich bin ein bisschen paranoid, wir gehen raus. Wir gehen einfach rein in Keifel, ehrlich gesagt. Keifel hat eine relativ gute Zeit hier. Ich muss meine fragileren Kampf-Pokémon hier nicht reinschmeißen. Mega-Heap. Ja, alles gut. War kommt klar, wir spielen safe. Er hat nur noch ein Pokémon, deswegen. Okay, Top-Genesung. Ist nicht so schlimm. Wir stehen hier jetzt mit Erdbeben drin, relativ solide. Klar, das Giftpuder ist weg, aber passt schon. Ja, sehr guter Schaden. Ich glaube, ich habe ein bisschen übervorsichtig bei Kangama gespielt, aber ich bin ein bisschen vorsichtig bei sowas, weil gegen so Normal-Tanks hat man öfters mal Probleme, ehrlich gesagt. Und meine Kampf-Pokémon halten einfach nicht so krass viel aus. Jetzt der Gegner ist... Oh Gott. Okay, wir stehen aber perfekt drin. Ich drücke einfach das Erdbeben. Wir sind schneller. Reicht das? Bitte lass es einfach reichen. Ich will mich mit Despotar nicht rumschlagen. Es reicht natürlich nicht. Fuchtler, ja, der wird wehtun. Aber das ist nicht genug. Nee, auch nicht mit Crit. Okay, alles gut.
Ja, zum Ende hin nochmal etwas spannend, der Kampf, aber war definitiv leichter als der erste. Eventuell war ich bei diesem zweiten Kampf ein bisschen zu übervorsichtig. Ich musste jetzt aber wirklich aufpassen, keine weiteren Ressourcen zu verlieren. Und deswegen habe ich das auch nicht wirklich bereut. Kangaba konnte ich ausstallen und gegen Despoter hatte ich Gott sei Dank ein Out über Erdbeben von Kaifilm. Ja, und damit kommen wir jetzt auch schon zum dritten Kampf der Pokémon-Liga gegen tatsächlich Bruno, der dafür bekannt ist, ziemlich hart zu enttäuschen. Der ist im Originalspiel ein sehr schwacher Trainer, im Randomizer ist aber natürlich alles drin und ich war jetzt sehr gespannt, wie hier sein Team aussehen wird. Kampf Nummer 3 gegen Bruno und er hat ein Simsala. Willkommen zurück. Der Lied mit Razav ist mal wieder nicht so gut, habe ich gehört. Daran ist Basti gestorben. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Ich kann natürlich in Ben gehen und Giftpuder legen oder so. Ich habe Eisenschwall physisch, aber das ist alles nicht gut. Dass wir Mark nicht einwechseln können, weiß ich schon. Und Sabo macht auch nichts. Ich muss in Ben gehen. Ich habe gar keine andere Wahl. Das ist sehr gefährlich. Psychokinese, bitte kritte nicht. Okay. Ich versuche... Suche ich Eisenschweif zu treffen oder Giftpuder? Giftpuder ist zu langsam, ne? Ich brauche direkt Damage. Eisenschweif Mist. Ja, moin. Psychokinese. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Ich werde auf kurz oder lang gekrittet werden. Und es kommen noch 4 Pokémon. Noch kann Ben hier den Kampf weiterführen, wenn ich gegen irgendwas Ungefährliches Synthese einsetzen kann. Ich muss in Sabo gehen. Ich schmeiß sonst die ganze Challenge weg. Wir gehen in Sabo. Psychokinese. Wie viel Damage? Komm, du hältst es irgendwie aus. Ja, es geht. Es geht sogar. Okay, Steinhagel physisch. Kein Crit bitte. Oh, okay. Eigentlich wollte ich Pupita hier so halb wegschmeißen, um in Keifel zu kommen, aber es ging. Reicht es? Muss reichen. Oh mein Gott, es reicht nicht. Sabo ist tot. Was soll ich machen? Ich weiß, dass ich Kaife nicht einwechseln kann. Okay, dann jetzt mit 4. Da waren es noch 4. Die Bodengesteins-Pokémon sind weg, aber Boden allein habe ich noch. Wir gehen in Ben einfach und killen mit Rasierblatt. Ich weiß, dass ich outspeede. Ja. Weiß nicht, wie ich hier outspeede, aber ich outspeede. Okay, gut, so kann ich zumindest finishen. Der Mist von Eisenschweif hat einfach mega wehgetan. Auf Eisenschweif ist kein Verlass. Omod. Bei Omod versuche ich hier Synthese rauszukriegen. Ein bisschen wieder Ben heilen. Ach, es kommt Stachelspore, das ist nicht gut. Egal, ist egal, ist egal. Hauptsache gesunde KP. Dann machen wir das etwas unschön und ich spam hier einfach Eisenschweif. Der kann mir halt nichts, ne? Omod ist ein Loser. Wenn ich jetzt aber irgendwie rüberwechsel in zum Beispiel Razav mit Fire Punch oder Keifel, dann werde ich da einfach sinnlos paralysiert und das ist gar nicht gut. Komm, greif bitte an. Alter. Was ist das? Junge. Es kann jetzt nur scheiße werden. Psybeam trifft nochmal. Nicht mehr verwirrt. Okay, Synthese geht durch. Nochmal Synthese. Ich habe nicht mehr viele Synthesen. Ja, komm, nochmal Synthese. Psybeam. Meganie scheint schneller zu sein, als man denkt. Ja, dass wir Simsala outspeedet haben, es muss an EVs liegen. Eisenschweif. Bitte treff einmal in deinem Scheißleben den Eisenschweif. Okay, gut. Wie viel Damage? Ja, das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Wir machen nochmal Synthese und dann Eisenschweif für Kill. Ja. Also sind die Synthesen leider leer, aber das ist in Ordnung. Ich habe es irgendwie geschafft, Ben wiederherzustellen. Ben muss die Liga gefühlt alleine machen, Mann. Wir gehen in Eisenschweif. Psybeam. Trifft der nächste Eisenschweif? Der nächste Eisenschweif trifft. Okay, 3 Kills. Okay, dann haben wir 2 Kills. Bleiben noch 3 Stück übrig. Octillerie kommt. Gut, Octillerie ist erstmal relativ angenehm. Ich versuche es gar nicht, Giftpuder zu treffen. Wir gehen direkt hier für Damage. Energiefokus. Gott sei Dank habe ich hier mein Pflanzen-Pokémon so ein bisschen wiederhergestellt hier. Er hat Aurora-Beam, aber das wird nicht den krassen Damage machen. Das ist vollkommen okay.
Angriff sinkt, juckt nicht. Wir machen sehr, sehr guten Schaden. Wenn Aurora Beam kommt, kann ich eigentlich sehr, sehr safe in Tickly wechseln. Und dann könnten wir damit weitermachen. Aber da muss ich ganz oft Dingens treffen, ne? Ne, wir gehen in Razav. Wir gehen actually in Razav. Bitte jetzt kein Attack Drop. Weil Razav kann safe angreifen. Mit Step. Turmkick von Kickly könnte jederzeit missen. Ja, so ist besser. Crit mattert nicht natürlich. Bleiben noch zwei. Bisaflor. Okay, Bisaflor. Ne, ist eigentlich in Ordnung. Wir haben Feuerschlag. Ist jetzt nicht ideal auf Razav, aber... Ja, ist okay, ist okay. Wachstum. Kritte mich nicht. Dieser Floor wendet sich gegen mich, ja. Schlafbruder. Miss, okay. Huge. Also wenn ich dieser Floor spiele, treffe ich meine Schlafbruder. Lieber Bruno. Bleibt aber immer noch einer. Und das ist Porygon 2. Okay, das sollten wir schaffen. Treff einfach deinen Kreuzhieb, komm. Nice, okay. Alles gut. Boah, okay, zwei Simsalas, zwei Kills. Was soll ich sagen? Ist halt einfach eins der unfairsten Pokémon, die man so treffen kann hier. Vor allem, wenn ich kein Unlicht spielen kann. Zwar kein Legi, aber das ist auch gar nicht unbedingt notwendig bei meinem Team. Er hat hier einfach schon wieder ein Simsala gespielt, was noch ein Pokémon von mir in den Tod reißen konnte. Ich musste aber Pupitar unbedingt opfern, weil nochmal rüber zu wechseln in Meganie wäre viel zu riskant gewesen. Ein Tod davon konnte ich nicht riskieren. Und den Keifel rüber zu gehen, war ja auch nicht wirklich eine Option. Und damit stand ich jetzt vor Melanie, dem letzten Top-4-Mitglied, mit nur 4 Pokémon. Ich war also mittlerweile schon in der Unterzahl und Siegfried wird später sogar 6 Pokémon haben. Das sind nicht unbedingt gute Aussichten, aber ich wollte jetzt mein Bestes versuchen. Der vorletzte Kampf der Pokémon-Liga. Bitte nicht noch ein Simsala. Electek. Okay, Electek ist gut, wir können in Keifel gehen. Vielleicht kommt irgendwann auch mal ein Kampf, wo ich mit Razav drinbleiben kann. Egal, was soll's. Hauptsache, wir verlieren nicht. Kreideschrei. Miss. Okay, das war schön. Minus 2 Verteidigung darf ich nicht vergessen. Ja gut, das ist ein Easy One-Shot. Das ist definitiv ein Easy One-Shot. Kannst du auf dem Kreideschrei irgendwie aufbauen? Jetzt haben wir quasi Gleichstand, 4 gegen 4. Sie hat Ho-Oh! Wie passend, dass meine Bodengesteins-Pokémon allesamt verreckt sind. Ho-Oh hat Feuersturm, ja toll. Und natürlich auch Windstoß. Ich kann fast nichts machen. Ich kann mit Hugo reingehen, den Feuersturm absorbieren. Der hat eine recht gute Bat-Stealth, aber dann ist Windstoß fast schon das Problem. Ich habe Mega-Kick aber. Oh mein Gott, okay. Wir haben Erholung Maronbeere, das ist die Sache. Stärke oder Megakick? Ich brauche Damage. Oh Gott sei Dank. Mach Damage. Boah, die Hälfte. Wow. Okay. Und er macht Misspay mit Bodyguard. Ich bin so lucky. Ich bin so lucky. Gehe ich jetzt für den... Ich gehe für Stärke. Ja. Stärke ist das bessere Play. Ich kann nichts one-shotten. Windstoß ist zu schwach. So. Und im schlimmsten Fall, wenn er einen Trank gespielt hätte, hätte ich noch meine Maronbeere gehabt. Okay, perfekt umspielt. Hugo die Maschine, ja. Feuersturm wäre auch okay gewesen, dann wäre es aber noch knapper geworden. Krass. Okay, Ledian. Ledian ist ein Opfer. Will ich drinbleiben? Ich spiele hier meine Erholung Maronbeere, damit die durch ist. Dann hat Kickly wieder volle Leben. Das ist ganz gut. Also Winzbeere in dem Fall. Er bekommt Reflektor, aber wer ich gewechselt hätte, den auch bekommen. Also was soll's. Drücke ich jetzt hier Stärke oder Megakick? Oder gehe ich in Razav für Feuerschläge? Ich gehe in Keifel für Eisangriffe. Wobei, nee, damit Keifel belastet. Nee, wir gehen in Nico. Ich hätte auch drinbleiben können, actually. Sternschauer ist irrelevant. Ledian ist ein Geschenk. Fire Punch sollte so um die 50% machen. Ledian hat ja nichts an Verteidigungswerten eigentlich. Boah, weniger als 50%. Alter, ist Razav speziell schlecht. Oder ist Ledian doch speziell defensiv gut? Ich glaube nicht.
War auch Range 2 Shot, I guess. 110 Spatstaff hat das Ding, was? Okay, das hätte ich niemals erwartet. Ich dachte 90 oder so maximal. Ja, Ledian kann halt sonst nichts, deswegen erwartet man da auch nicht viel. Xatu. Oh, Xatu ist auch ein ekliger Gegner. Bei Xatu gehen wir rüber in Keifel. Gut, dass ich das eben nicht vorbelastet habe. Der einzig gute Wert auch, ja. Nachtnebel für Fixschaden. Ich wäre Keifel sehr verbunden, wenn der Blizzard trifft. Oder gehe ich in Eissturm Two-Shot? Nee. Ich hätte Eissturm einsetzen sollen. Bitte, Mark. Okay. Zwei Misses wären aber auch lächerlich gewesen. Weg mit dir. Xatu hat keine Psycho-Attacke. Okay. Ja gut, aber Nachtnebel trifft all meine Pokémon relativ gut. Letzter Gegner ist Starmie. Okay, Starmie schaffen wir mit Meganie. Wunderbar. Damit stehen wir vor Siegfried mit vier Pokémon. Ja gut, schon stark in der Unterzahl, aber ich sag mal so, die vier besten konnte ich halten. Es hätte schlechter laufen können. Es wird halt dann nochmal ein Typ rausgevotet, ne? Wenn dann noch Kampf geht, habe ich nur noch zwei Pokémon. Und wenn Pflanze geht, habe ich Meganie nicht mehr. Ich könnte beide Votes verstehen, ehrlich gesagt. Meganie ist halt schon irgendwie fast schon zu defensiv fürs Team, ne? Ist schon schwer tot zu kriegen für den Gegner. Klar, Ho-Oh hätte funktioniert. Okay, Crit. Na, aber gut, aber erstmal gegen Siegfried gewinnen. Wie dreist war hier bitte Melanie, nach den zwei Simsalas in der Pokémon-Liga jetzt auch noch ein Ho-Oh auszupacken? Ich kann froh sein, dass es den Feuersturm gegen Kikli gemisst hat, weil wenn es getroffen hätte, wäre das sehr, sehr spannend geworden, auch mit Minzbeere und Erholung. Aber gut, so hat es gemisst und ich konnte es ganz gut besiegen und damit stand ich jetzt vor Siegfried mit vier Teammitgliedern, ohne noch ein weiteres Pokémon zu verlieren und Siegfried hatte jetzt natürlich sechs Pokémon auf einen Schlag. Ich war also hart in der Unterzahl, aber ich wusste, wenn ich diesen Kampf hier schaffen sollte, wird ein weiterer Typ rausgevotet und dann kann ich neue Pokémon fangen in Kanto und vielleicht irgendwie das Postgame stemmen. Und wie dieser letzte Kampf der Pokémon-Liga gelaufen ist, das seht ihr jetzt. Champ Siegfried möchte kämpfen, 6 gegen 4. Wir sind in der Unterzahl, sogar drastisch. Er hat aber Relaxo, okay, das ist eigentlich saugefährlich, eins der besten Pokémon, die man in Gen 2 so haben kann, aber wir lieben perfekt. Würde Karate stark reichen? Er ist schon sehr tanky. Ich würde lieber Kreuzdieb machen. Ich misse. Okay, das war unnötig. Keine Paralyse. Ich bleibe aber dabei. Ich brauche den Damage. Okay. Ja, kein optimaler Start leider. Das hätte direkt ein 1-0 sein können. Er ist aber immer noch in der Überzahl. Was hat er noch so? Ach du Scheiße, was hast du denn für ein Team? Okay, Gengar. Das Problem ist, seine ganzen Statusattacken. Wie gern würde ich jetzt einfach Schaufler stumpf drücken. Aber wenn ich jetzt in Keifel gehe zum Beispiel, ist es so viel besser? Eigentlich nicht, ich gehe in Schaufler. Ich bin auch schneller, okay, gut. Nachtnebel. Ich dachte, ich wäre langsamer, um ehrlich zu sein. Oh, das war guter Schaden. Wir werden verflucht, aber dafür stirbt Gengar und das ist ein Gleichstand. 4 gegen 4 jetzt noch. Wenn was stirbt, ist in Ordnung. Ich muss nur irgendwie durchkommen, dann bekomme ich neue Pokémon in Kanto. Noch ein Gengar! Ja, moin. Okay, das ist Betrug. Wir gehen in Mark. Da muss ich in Mark gehen jetzt. Nachtnebel. Gengar 2, ja. Ich habe ein bisschen Angst vor Abgangsbund, ehrlich gesagt. Von Fußstrahl. Bitte, gewinn den Coinflip. Alter, es ist die Liga der gewonnenen Coinflips. Ich habe noch nie so viele Coinflips in meinem Leben gewonnen. Abgangsbund erst ab 48. Ja, ich hätte so oder so einfach draufgehen müssen. Früher oder später. Okay, Porygon 2. Wir gehen definitiv raus. Ich gehe in Hugo, weil Nico schon angechippt ist. Die Triplette wird ein bisschen wehtun, aber ich drücke Turmkick. Kikli muss ja auch ein bisschen was machen, wenn wir so in der Unterzahl sind. Triplette. Bitte kein Freeze. Oder Burn. Wir killen. Und ich treffe sogar. Oh, es sieht sehr, sehr gut aus gerade. Es sieht wirklich gut aus.
Jetzt sind wir massiv in der Überzahl. Und Megani hat noch gar nicht gekämpft. Donphan. Okay, das ist ein Tank. Der ist auch eigentlich gefährlich, aber ein perfektes Matchup für Megani. Ich glaube, wir schaffen das. Furienschlag. Zweierchain, nicht so lit. Wir gehen für Rasierblatt. Der hat keine Bad Staff, es macht keinen Sinn, hier Giftbruder zu legen. Ich denke, Donphan wird Toolshot sein hier. Vielleicht sogar One-Hit. Ja, Crit. High Crit Rate, wunderschön. Letztes Pokémon der Liga ist... Kann mich das doch irgendwie aufhalten? Rossana, oh. Lol, das ist ein... Das ist ein Omni-Out gegen all meine Pokémon, ne? So ein bisschen. Er hat tatsächlich keine Psycho-Coverage, er hat aber Ice Heap. Ich habe aber nichts, was ich reinswitchen kann, ist das Problem. Nee. Kill bitte einfach. Okay, gut. Wir sind schneller wegen den ganzen EVs und so. Damit ist es vorbei. Rossana kann physisch überhaupt nichts tanken. Wir gewinnen die Liga mit 4 von 6 Pokémon. Es wird ein weiterer Typ rausgevotet. Wir machen das Postgame noch. Und da kommen noch ein paar Pokémon in Kanto jetzt wieder dazu. Das war ziemlich spannend tatsächlich. Wir können also an der Stelle festhalten, ich konnte es schaffen, Siegfried zu überwältigen, ohne noch weitere Pokémon zu verlieren. Natürlich war der Run hier aber an der Stelle auch noch nicht so ganz beendet. Der Chat hatte jetzt die große Aufgabe, mir noch einen weiteren Typen möglichst strategisch zu bannen, damit ich große Probleme bekomme im Postgame bzw. in der Kanto-Region. Und dann ist eine große Diskussion ausgebrochen, ob man jetzt Pflanze verbieten sollte, um Meganie loszuwerden, oder Kampf, um mir möglichst viele Pokémon zu nehmen, oder beispielsweise Feuer, was ich ja im Postgame noch finden könnte. Die Zuschauer haben sich aber dann irgendwann für Kampf entschieden. Und ich denke, das ist auch gut nachvollziehbar. Die Sache ist halt, ich verliere dadurch Razaf, ich verliere Kikli und ich verliere auch Macholo auf der Box, was ich noch zu Marshock hätte machen können. Und ich hatte dann an dem Punkt nur noch zwei Pokémon in Meganie und Keifel. Und wenn ich halt im Postgame keine Pokémon mehr finden sollte, stehe ich mit zwei Pokémon vor Blau Eich und Trainer Rot bzw. auch vor den anderen Kantoleitern und dann würde ich irgendwann down gehen. Der Chat hat also darauf gehofft, dass ich möglichst wenig Pokémon noch finde in Kanto, aber ich würde sagen, wir schauen jetzt mal, was ich noch so bekommen habe. Ich habe natürlich in der Kanto-Region alles encountered, was ich irgendwie noch kriegen konnte und habe wirklich alle Routen abgeklappert und ich habe insgesamt in der gesamten Region nur 4 weitere Pokémon gefunden, die ich wirklich einfangen durfte. Und das waren hier Magma, Galoppa, tatsächlich ein Sonflora und ein Traunfugil als reines Geist-Pokémon. Und ich denke, man sieht hier schon, wo so ein bisschen die Reise hingeht. Ich habe mir jetzt ein Sonnentag-Team gebaut und habe Magma und Sonflora auch direkt Sonnentag mitgegeben. Ich wollte also auf der Feuerseite spielen, weil das das einzige Starke war, was mir noch geblieben ist. Und nachdem ich die anderen Kantoleiter sehr leicht besiegen konnte, die sind natürlich hart unterlevelt und nicht wirklich eine Challenge, auch nicht im Randomizer, bin ich dann aufgebrochen zu Blau Eich, dem vorletzten Bosskampf im gesamten Spiel, um diese Strategie auszutesten. Und ich wusste, wenn das hier ganz gut funktioniert, habe ich vielleicht auch eine Chance gegen halt Trainer Rot. Und man muss echt sagen, bei dem Fall hier lief die Strategie eigentlich ganz gut. Blau Eich hat geleadet mit einem Kokowai, was ich sofort one-shotten konnte, mit Flammenwurf von Magma, und dann kam ein Turtok rein, wo ich in Sonflora gegangen bin, um Sonnentag rauszulegen, um mich vorzubereiten auf einen Solarstrahl. Da hatte ich aber dann Glück, denn eigentlich war Turtok schneller mit Regentanz und hätte meinen Sonnentag hier ruinieren können, es hat sich aber hier in Schädelwurme verrannt und deswegen hatte es keine Zeit für einen zweiten Regentanz und ich konnte es über Solarstrahl one-shotten. Weil der Spezialangriff von Sonflora ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Und als dann ein Kramurks reinkam, bin ich rübergewechselt in Galoppa, um den Sonnentag möglichst gut auszunutzen und dann habe ich Feuersturm gespammt, was man kaufen kann in der Spielhalle von Lucatia City, einfach unbegrenzt und damit habe ich dann den maximalen Schaden rausgehauen. Und damit konnte ich dann Kramurks besiegen und auch Damhiplex, was als nächstes reinkam und ich stand dann schon vom vorletzten Pokémon und das war ein Electek, wo ich safe in Keifel wechseln konnte, für Erdbeben, und dann hatte Blau Eich auch noch ein eigenes Keifel, das war allerdings schwächer als meins, und es hat sich auch in Weißnebel verrannt, und somit konnte ich Blau Eich hier besiegen, relativ souverän, ohne weitere Pokémon zu verlieren. Die Strategie hier hat also ganz gut funktioniert, und ich hatte gehofft, dass es bei Trainer Rot ungefähr genauso ablaufen wird.
Trainer Rot ist aber natürlich nochmal ein anderes Kaliber. Der hat jetzt ebenfalls wieder 6 Pokémon und der ist im gehobenen 70er-Bereich gelevelt, weswegen einige Movesets jetzt komplett eskalieren können, je nachdem was er bekommt durch den Randomizer. Und dieser Kampf hier war jetzt das große Finale. Ich war also durchaus bereit dafür, Pokémon zu opfern, um das hier irgendwie hinzukriegen. Und ob es geklappt hat, das werde ich jetzt einblenden. Wir kommen zum finalen Kampf gegen Trainer Rot. Und er hat ein Despotar. Okay, das grätscht in meine Taktik rein. Und ich habe leider auch keine Kampf-Pokémon mehr. Aber wir können rübergehen in Meganie. Und haben eigentlich ganz gute Karten. Es kommt Erdbeben. Ja, das hatte jetzt auch schon ein gutes Moveset natürlich. Aber Meganie kommt prima damit klar. Wir haben Gott sei Dank ein gutes Out dagegen. Giga Drain. Aber an dem Punkt ist es egal, ob ihr jetzt Pflanze rausgeworfen hättet oder Kampf mit Despotar, wäre ich so oder so klargekommen. Boah, mache ich wenig Schaden. Alter. Ja, Level 81 macht sich bemerkbar. Wir gehen für Giftpuder. Crunch. Junge, was bist du für ein Monster? WTF? Ist okay. Giga Drain. Alter. Reicht, oder? Okay. Alarm. Er muss aussetzen. Wir gehen in Mark und Kill mit Erdbeben. Alles gut, alles gut, alles gut. Mit dem Giftschaden, das reicht. Das reicht. Okay, Meganie ist weg, aber alles unter Kontrolle. 5 gegen 5. Was im letzten Kampf stirbt, ist irrelevant. Wir dürfen nur nicht verlieren. Einfach der Hyperstrahl gezündet auf dem 81er. Ja, moin. Turtok. Gut, bei Turtok kann ich jetzt meine Taktik entfalten. Mit Sonnentag. Zur Not hätte ich auch Donner auf Lilly noch. Wir gehen in Peter, ich will es probieren. Hyperstrahl kann es mit 75. Ja, das kam unerwartet. Das kam ehrlich gesagt unerwartet. Hydro. Aber mit Hyperbeam hätte es dann jedem meiner Pokémon gefährlich werden können. Wir gehen auf Sunny Day. Er macht Raindance. Ja, ich hoffe, er macht jetzt nicht wieder Raindance, ne? Gehe ich jetzt nur auf Razor Leaf? Ich gehe nur auf Razor Leaf. Ah, das ist blöd. Warum ist denn so ein Flora so langsam? So ein Flora ist so scheiße. Ich habe all meine Hoffnung in das Ding gelegt. Ja, komm, drück einfach Kill, ist in Ordnung. Okay, Turtok misst zumindest. Das ist sehr gnädig, sonst hätte ich so ein Flora hier direkt auch wegschmeißen können. Whatever. Die Chancen stehen trotzdem sehr gut für mich. Ich habe noch ganz gute Pokémon übrig und er hat nicht mehr so viel. Nidoking. Wir gehen hier für ein neues Sunny Day. Fuchtler sollte nicht so schlimm sein. Okay. Wenn wir jetzt hier sterben mit Peter, ist es okay. Wir gehen in Solar Beam. Peter hat alles getan, was er sollte. Sonne vorbereitet für einen Sweep. Peter stirbt. Wir gehen rüber in... am besten Viola. Und Feuersturm. In der Sonne. Das wird ordentlich ballern. Nidoking hat kein gutes Moveset. Einfach deswegen, weil es eine Mondsteinentwicklung ist. Diese Steinentwicklungen haben nie viel im Petto. Ich sag's immer wieder. Er ist auch verwirrt jetzt wegen der Fuchtler-Chain. Kommt natürlich trotzdem durch. Es ist ja Trainer Rot. Wir könnten vielleicht killen mit... Nee. Ich gehe safe. Was heißt safe? Ich hätte missen können. Ich gehe für den maximalen Damage. Kann bitte die Sunny Day-Strategie irgendwie funktionieren? Bisher ist es irgendwie nicht so rund alles. Togetic? Okay, wunderbar. Ein Easy Kill. Weg mit dir. Haben wir gewonnen? Hat er nichts mehr vielleicht? Dann bleibt es bei einem kleinen Jumpscare zum Ende. Boah, mache ich wenig Damage, Junge. Ich bin in der Sonne. Bitterkuss? Ich habe keinen Bock auf Bitterkuss. Wir gehen raus. Ich will Galoppa noch ein bisschen benutzen, wenn es geht. Wir gehen rein in... Mark, I guess. Kill mit Eissturm. Risikotackle. Macht tatsächlich mehr als erwartet. Stärke müsste reichen, ne? Stärke müsste reichen, trifft safe. Hätte natürlich auch in Traunfugil gehen können, theoretisch. Aber das ist so ein bisschen mein Out. Falls als letztes noch was Gefährliches kommt, dann kann ich Abgesang drücken. Knuddeluff.
Blutluft sollte easy sein. Wir gehen in Erdbeben-Spam. Alles fast geschafft. Erdbeben macht Hälfte, ziemlich sicher. Dublex Sieb. Ist ebenfalls halt ein Mondstein-Pokémon. Die haben halt einfach nicht krasse Movesets. Hätte Trainer Roth hier noch mehr krasse Pokémon gespielt, wären wir jetzt in der ganz ekligen Lage. Das Despotar vorne war aber schon insane eigentlich. Hätte was viel Schlimmeres kommen können auf dem 81er-Slot, was nicht legendär ist. Nachtara. Ja, das würde ich jetzt gerne vergiften, aber das geht nicht mehr. Einfach drauf. Finte trifft für ordentlich Damage sogar. Ich werde Mark jetzt hier wegschmeißen, weil es keinen Sinn mehr hat. Vielleicht kriegt es Erdbeben nochmal raus. Und dann gehe ich in die Feuerbrigade. Traunfugil bringt hier leider gar nichts mehr. Es sieht jetzt knapper aus, als es ist. Eigentlich habe ich alles in der Tasche. Dieter. Sunny Day. Wir outspeeden hier easy und sind jetzt in der Übermacht. Kreideschrei. Der Kampf ist längst nicht so knapp, wie er aussieht. Flammenwurf. Ich hätte ja auch weniger Opfer bereit gespielt, natürlich, wenn es nicht der letzte Fight wäre. Horrorblick ist irrelevant, wir gewinnen. Damit war's das. Wir gewinnen die Tabulok in der zweiten Generation mit einem überraschenden Sonnenteam. Das hat sich nochmal stark gewandelt zum Ende hin. Aber leider ist Megane noch gestorben. Despotar ist hart eskaliert. Ich denke, dieser Kampf hier war ein würdiges Finale für einen sehr coolen Nuzlocke-Run. Ich bin ein großer Freund von diesen Tabuloks und ich will das definitiv auch machen in anderen Generationen, da es bereits in Generation 1 und 2 sehr, sehr viel Spaß bereitet hat. Und das Ganze gehört zu meinen Lieblings-Nuzlocke-Rulesets, die ich mir bisher ausgedacht habe. Weitere Nuzlocke-Rulesets, die ihr gerne mal sehen wollt, könnt ihr mir sehr gerne in den Kommentaren vorschlagen, das würde mich sehr freuen. Aber die heutige Challenge ist nun abgeschlossen und ihr könnt mir gerne auf Twitch folgen, wo ich solche Runs hier regelmäßig live erspiele. Dieser Run hier wurde ja auch live erspielt und da könnt ihr mir auch sehr gerne hier ein Abo dalassen, das würde mich sehr unterstützen. Und wie gesagt, weitere Vorschläge sind sehr, sehr gerne gesehen. Ich habe an diesen Challenge-Nuzlocks hier immer wieder eine große Freude. Und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind. Deswegen riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Yu-Gi-Oh!-Kanal und rechts daneben ist mein Sponsor. Und rechts daneben sind noch zwei Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge dieses Formates. Deswegen schaut da mal rein. Bis bald. Tschüss.